Einen wunderschönen guten Abend an alle, die jetzt schon eingeschaltet haben. Ich muss gleich mal gucken, ich muss mal den Lumi ein Stück beiseite machen. Lumi, ich kann gar nicht sehen, wie viele Leute zuschauen. Siehst du das? Auf unserem Dashboard. Aber egal. So, erstmal einen herzlichen und wunderschönen guten Abend. Heute live aus dem Geschäft mal wieder. Ich hoffe, der Sound ist so gut und nicht zu laut. Wir müssen ja mal schauen. Wir haben es ein bisschen nachgepuffert, weil der Lumi letztes Mal etwas lauter war als ich. Ob das für euch okay ist oder ob das ein bisschen verzerrt ist, das könnt ihr bitte mal ganz kurz in den Chat schreiben und dann werde ich mal durch den Chat gucken. Ein bisschen das Licht noch anders einstellen, damit ich hier nicht ganz so geblendet bin. Und dann müsste das gleich klappen. Ich sehe euch auf zwei Channels. Einmal hier auf dem Laptop und einmal auf dem Handy habe ich mitlaufen, damit ich nicht immer nach da gucken muss. Ja, lieber Chat, haut mal raus, ob der Sound so von mir okay ist oder ob das zu laut ist. Sound ist gut, okay. Sehr wichtig. Ja, sehr schön. Hallöchen. So, ich gucke mal ganz kurz. Also, Lumi ist noch am Basteln. Wenn er fertig ist, dann gucke ich leider mal durch. Erstmal einen wunderschönen guten Abend, okay. Wir haben da nämlich gerade ein paar Abos bekommen. Da will ich mal eben durchscrollen, ob ich das finde. Wir haben ja so viele Emojis gerade durchgeknallt. Ich weiß nur, die Hazel Eyes, vielen Dank, mein Schatz, für 12 Monate Abo. Dann hat der Chris Harty auf jeden Fall eins rausgehauen auf Stufe 2. Vielen lieben Dank, mein lieber Chris. Danke für euren Support. Dann haben wir, wo haben wir das Hazel Eyes? Genau. Lumi auch. Danke, lieber Lumi. Danke, danke. Und 100 Bits hat mein Schatz nochmal rausgehauen. Vielen lieben Dank für 100 Bitties. Wir müssen mal gucken, wie laut der Alert Sound ist, wenn ihr da was raushaut. Ton okay, Sound prima, Sound ist super, sehr schön. Hat sich die Investition tatsächlich gelohnt? Die Kopfhörer und so weiter, Duett-Streams gehen wunderbar. Ich hole, wo haben wir es denn? Ich muss selber mal gucken. Skype, Telefon, den Lumi mal rein. Lumi, du kannst dich jetzt lautschalten, wenn du willst. Habe ich. Hast du? Ja. Ach, ja, guck mal, jetzt haben sie einen Hype-Train Oh, losgeschossen endlich. hier, weil wir ein Hallo. nächstes Abo bekommen haben. Der Olli Olli. 1995, vielen lieben Dank, mein Lieber. Sehr schön, im 2. Monat, das war der wichtigste, ne? Hast du letztes Mal gesagt? Ja, zweite ist der wichtigste. Zweite ist der wichtigste. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank für Alerts alle. müssen leiser. Okay, kein Problem, kriegen wir hin. Zack, sind leiser. Ja, genau, einfach. Der Lumi hat hier ein bisschen die Macht auf dem Rechner nebenbei, was immer sehr schön ist. Dann kann ich mich ein bisschen auf das Stream konzentrieren. Das ist eine sehr So soll's schöne, sein. Aktionen. Ja, wie viele Leute haben wir auf dem Chat? Kannst du das sehen? 36 36, sehe ich, Mensch, ja. das ist sehr schön. Weil ich habe ja so gesagt, über 30 werde ich heute Abend machen wir ein kleines Giveaway auf jeden Fall. Das werde ich dann noch bekannt geben. Also an alle, die zuschauen, wir werden auf jeden Fall noch ein Giveaway heute starten für euch, für alle Zuschauer. Es gibt drei Preise zu gewinnen. Sie werden alle drei identisch sein, also keiner wird bevorzugt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Wir hoffen, dass das klappt, was wir da eben noch so installiert haben. Wir werden es ja nachher sehen. Wir werden sehen. Es ist halt so, also wie gesagt, haltet bis zum Schluss durch. Kurz vorm Ende werden wir auf jeden Fall ein Giveaway raushauen. Wir erklären euch dann, wie das Ganze funktioniert. Aber jetzt erstmal einen herzlichen, ja, und wunderschönen guten Abend. Bei uns hier heute sehr warm gewesen, Sonne. Heute Morgen sah das noch ganz anders aus. Ich weiß nicht, wie es im Raum Niedersachsen war bei euch da. Habt ihr auch nettes Wetter gehabt heute? Doch, eigentlich schon. Also ich bin heute Morgen auch mit kurzer Hose und so eingetroffen und die Kollegin sagte schon, what? Kurze Hose? Und dann aber irgendwie, ja, was soll ich sagen? Es war gerechtfertigt, dass ich mit einer kurzen Hose heute eingekommen bin. Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle, die jetzt einschalten. Vielen lieben Dank. Nicht böse sein, wenn wir jetzt nicht jeden begrüßen. Vielleicht kann das der Chat ja auch so ein bisschen machen. Erstmal, wie gesagt, vielen lieben Dank an alle, die heute eingeschaltet haben und mit zuschauen. Wir sind heute beim dritten Teil, nicht beim zweiten. Ich hatte heute so ein kleines Vorvideo gedreht auf Instagram und auf Facebook war es, glaube ich. Da habe ich irgendwie immer die zwei gezeigt, aber wir sind ja schon beim dritten, ne? Das dritte ist das heute. Und ich habe den Lumi nochmal zu Gast, weil das hat letztes Mal so viel Spaß gemacht mit dir, dass ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, nochmal mitzukommen. Der letzte Stream war wirklich sehr, sehr gut angekommen. Wir haben durchweg sehr schöne Feedbacks bekommen. Das freut mich natürlich sehr. Und ich weise nochmal darauf hin, liebe Leute, wenn ihr zuguckt auf Twitch,
Wir haben auf unserer Internetseite einen Button, da seht ihr die ganzen Termine und News. Den könnt ihr auf www.nautilus-aquaristik.de, geht ihr auf unsere Seite, dann halt News und so weiter. Da könnt ihr dann schon sehen, was wir so in Zukunft streamen werden. Wir werden also jeden Mittwochabend einen Stream machen. So ist der Plan. Liebe Danke, lieben Dank, so ist richtig von Susanne. Oder Susanne besser gesagt, danke für dein Abo. Vielen lieben Dank für den Support. Ja, da könnt ihr schon mal gucken, was wir so als nächsten Themenstream geplant haben. Wir sind ja so ein bisschen in den Basics und deswegen könnt ihr euch auch immer noch, wenn ihr möchtet, bewerben bei uns. Ihr könnt mit in den Stream kommen, wenn ihr möchtet. Und ja, könnt live dabei sein, so wie der Lumi. Ich hoffe, lieber Lumi, wir kriegen das nochmal hin, dass wir unseren Discord damit einbeziehen. Ja. Obwohl, das wollte, glaube ich, Hazel Eyes machen, ne? Wenn mich alles täuscht. Dann haben wir es etwas leichter mit dem Stream, weil wir das jetzt ja über Skype machen und über unseren Discord geht das Ganze etwas einfacher. Da kann man auch teilweise nur über Ton, glaube ich, dabei sein, ne? Das geht auch. Ja, genau, da gibt es verschiedene Varianten. Da müssen wir auf Und jeden Fall ran. ja, Mann, jetzt hauen sie hier die Abos raus. Der Marco auch, Stufe 1 Abo. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das freut mich wirklich Ist sogar sehr. ein verschenktes Abo. Verschenktes, gut. Ich habe hier so auf dem Kleinen, wo hat das denn hingeschenkt? Kannst du es sehen? An Mac Monkey. MacMonkey, herzlichen Glückwunsch und danke Marco, dass du das. Was du mit dem Discord heute machst, brauchst du nichts machen eigentlich. Wir machen so den Duett-Stream nochmal. Das muss ich für mich auch nochmal checken, wie das alles so funktioniert. Ist ja auch für mich Neuland. Guten Abend, Dietmar. Auch schön, dass du da bist. Ja, also fangen wir einfach mal an. Lieber Lumi, so als Anfänger Riffbau, wir haben ja beim ersten oder beim zweiten Stream, also letztes Mal, sagen wir einfach so, über deinen Riffaufbau geredet. Und da hatten wir ja so, da hatten wir ja so die, wie soll ich sagen, verschiedenen Aufbaumöglichkeiten schon mal gesehen, was da so passiert war. Ich mache das gleich mal so, dass ich halt einfach mal im Stream uns beide gleich mal rausnehme. Man hört uns dann ja trotzdem. Wir gehen mal in, warte mal, wo habe ich es? In unsere Bilder. Hier haben wir jetzt natürlich ein schönes Foto. Ja, also wichtig. Hier seht ihr jetzt ein eingerichtetes Aquarium, was ich gar nicht mehr wusste, dass ich das hatte. Das war, boah, guck mal, da seht ihr noch die. Vielen Dank für euren Support. Stufe 1 haben wir abgeschlossen. Solide, Dankeschön. 5 Abos, 100 Bits, vielen, vielen Dank. So, da könnt ihr noch sehen, da hinten ist die 3-Meter-Anlage. Die war noch gar nicht so verkleidet. Ich weiß gar nicht, es muss ja so 2017 oder so gewesen sein oder 18. Da hatte ich hier vorne ein Aquarium aufgestellt. Auch das wird nochmal Thema sein, wo man halt auch Aquarien ohne Filterschacht und so machen kann, weil da drin tatsächlich hatte ich, glaube ich, einen Außenfilter verbaut. Und man sieht ja, wie voll das Ding ist, ne? Sehr voll, ja. Das ist ziemlich, ich habe es hier nochmal von der Seite so, da kann man das auch sehen. Da hatte ich hier hinten einen Abschäumer drin, wie ihr da sehen könnt. Und dann hatten wir hier, ich glaube, das waren nicht lebende Steine, sondern das waren so Kultursteine. Und das ist ja heute unser Thema. Also Korallenkleben werde ich euch nachher noch ein bisschen zeigen. Das wird Thema sein, gerade für Einsteiger, weil ich da immer wieder Fehler, viele, viele Fehler sehe. Riffkleben, das gehört so ein bisschen mit dazu, das Ganze. Aber ich werde euch das so ein bisschen Multikulti erklären, weil ich auch immer wieder, wie soll ich sagen, eingefahrene Meerwasser-Aquarianer habe, die trotzdem Fehler machen. Auch in dieser Geschichte. Ich muss mal gleich gucken, wo ich hier meinen offenen Kleber hingepackt habe. Ist auch schön, wenn sich das alles aufbaut. Abend, Ja. Erik. Und Abend, Stefan. Guten Abend. Ich schaue mal eben raus. Ja, wie du hier sehen kannst, also wir haben ja heute das Problem, nochmal so zwecks Korallen und Riffkleben, dass wir ja nicht mehr so viel lebende Steine bekommen. Und hier hatten wir in diesem Aquarium, das waren auch keine echten lebenden Steine, sondern das waren so Steine, die kultiviert worden sind im Meer. Die wurden aus Beton gebaut und dann wurden die tatsächlich ins Meer gehängt für ein Jahr an so grünen Strippen. Die hat man teilweise dann noch gesehen. Und was da immer gang und gäbe war, man hat sich tatsächlich mit diesen Steinchen, die ihr da auf dem Foto sieht, tatsächlich eine Muräne hatten wir uns eingeschleppt. So eine Zwergmuräne. Die war richtig gelb, wie eine Zitrone, blaue Augen. Und die habe ich 4 Jahre, glaube ich, da drin gehabt. Und irgendwie war sie dann verschollen. Aber die haben wir mit diesen Steinen da reingekriegt. Und da zum Beispiel kann man sehen, dass die nur gelegt sind. Da habe ich also gar nicht so viel gemacht. Hier hat man es nochmal aus der Ferne gesehen, da hatten wir leider ein bisschen Spiegelung.
Und da sieht man halt, ich gehe nochmal einen da zurück. Hier auf der Seite könnt ihr links sehen, dass dort ein Abschäumer eingebaut war und dann die Steine so ein bisschen dagegen gelehnt und so weiter. So kann man das halt, glaube ich, von der Seite ganz gut erkennen, ne? Und dann das Ding halt voll mit Korallen gekracht. Diese Gorgonie, die da war, das war eine, die musste man füttern auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich die dann durchgekriegt hatte, aber hier sieht man halt, dass das relativ voll war. So, und da ist es halt so, dass wir die Steine tatsächlich immer gelegt hatten. Also die hatte ich überhaupt gar nicht verklebt. Hattest du deine eigentlich jetzt verklebt oder hast du die auch so gestellt? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich habe die so gestellt. Na, ich habe ein ganz bisschen Kleber an einer Stelle, also den normalen Korallenkleber, ein Stück hingemacht, weil mir die Steine immer so, der ist mir über die Kante gerutscht, aber der ist nur so ein bisschen als ja, Rutschschutz quasi dazwischen. Aber explizit richtig alles verklebt ist nicht, nee, liegt nur. Okay, da, das ist nämlich sehr interessant. Also ich gehe mal eben auf die Kamera 2. Da kommt schon wieder ein Abo rein. Vielen lieben Dank, Stefan, fürs Abo im 6. Monat mit Prime Gaming. Vielen Dank, mein Lieber. So, ich habe hier mal so ein bisschen das Tischchen vorbereitet. War hier Twitch so ein Prime ist bisschen. kostenlos übrigens. Ja, stimmt. Kannst ja mal ein bisschen erzählen. Ich muss nämlich hier noch was auspacken. Ja, pack du mal aus. Also für all diejenigen, die das nicht wissen, die neu sind auf Twitch, wenn ihr irgendwie Amazon Prime habt, dann könnt ihr euer Amazon-Konto mit Twitch verknüpfen. Ist sowieso alles eins. Genau, kann man das verknüpfen und danke Hazel Eyes. Steht jetzt nämlich auch im Chat, wie das geht. Und könnt dann einem Streamer eurer Wahl einen Monat lang ein Abo quasi kostenlos schenken. Genau. Genau. Und ich weiß gar nicht, wie viel Anteil wir davon abkriegen, aber es ist schon ein bisschen, ne? Es ist eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Bei anderen Kanälen hast du auf jeden Fall weniger davon. Und ich hatte mir jetzt auch von den letzten Abos und von den, na, sag doch mal, Bits und so, hatte ich mir jetzt hier auch die Kopfhörer geholt, weil die waren ganz schön teuer. 170 Euro kosten die mal so eben. Das ist schon ein Genau, Wort, ne? dafür ist es ja letztendlich da, ne? Also um halt Genau, den dafür nutzen Streamer wir zu das auch sehr oft, unterstützen genau. und die Technik zu verbessern, neue Kameras oder was auch immer. Guck mal, was wir Genau. hier Was auspacken. machst du da gerade auf? Was ist Genau, das? wir fangen mal so an. Also sprich, viele von den Anfängern, die wissen ja noch nicht mal, was eigentlich was ist. Ja? Und das ist auch mal wichtig, ein bisschen den Unterschied zu sehen. Was nehme ich eigentlich bei welcher Gelegenheit? Ja? Denn eigentlich hat jeder Kleber so seine eigene Aufgabe. Und nicht jeder Kleber ist für alles gut oder gleich gut zu benutzen. Ja, ich nehme mal meine Maus eben weg. Und dieses schöne Pad. Da wurde ich belächelt. Die haben immer gesagt, wer nimmt denn noch ein Pad? Aber es wurde heute eins bestellt. Wer hätte das gedacht? Ja, und guck mal, gerade da so in deiner Situation jetzt auf Genau, ich dem muss mir das Handtuch. hier mal ein bisschen hinlegen, genau. Damit ich hier ein bisschen nebenbei arbeiten kann. So. Genau, wie ihr schon seht, wir haben verschiedene Firmen. Also ich habe mich da jetzt nicht auf eine oder so festgelegt. Ich kaufe mir immer diese Firmen oder biete die an, wo ich sehr zufrieden mit bin. Wir haben zum Beispiel hier einen Sekundenkleber. Ich zeige euch jetzt noch mal einen. Den hole ich mal eben. Weil manche sagen dann ja auch, hier komm, Alter, kannst du aus dem Baumarkt machen. Das geht tatsächlich auch. Aber, jetzt muss ich mal gucken, wo ich den habe. Das ist nicht immer das Gleiche. Also wenn man Ableger klebt, das zeige ich euch auch nachher noch, ist es immer wichtig, dass ihr einen Kleber habt, der gelig ist. Also der muss gelig sein, damit euch das Zeug nicht jedes Mal umfliegt. Wir haben hier einen Kleber, der ist tatsächlich aus dem Baumarkt, kostet so ein Paket, weiß nicht, 2 Euro. Da habt ihr hier so kleine Teile drin. Damit klebe ich zum Beispiel immer meine Magneten in die, warte mal, in die Decks. Wir haben ja hier diese Decks, wo wir Korallen und so draufsetzen können. Und dann haben wir halt hier diese Magneten und dann klebe ich die immer mit diesem Sekundenkleber einfach ein, damit das dann hält für euch. Und ja, meine Güte, wir haben heute echt viel zu erzählen, Lumi. Mal sehen, ob wir Ja, das in unserem Zeitfenster schaffen, wa? es Das sieht ist auf ja. jeden Fall cool aus. Was ist das jetzt? Ist das orange gewesen als Ja, genau, Farbe, das war ein oder? oranges Deck, das zeige ich euch dann auch noch. Weil wie gesagt, wir kleben nachher mal was und so weiter. Also Riffmörtel ist so ein bisschen wie Beton, Zement, wie auch immer, zu betrachten. Und
Das mischt man sich mit Wasser halt an, macht eine Masse draus. Ich bin selber, muss ich ganz ehrlich sagen, immer zu dämlich dazu. Es gibt tatsächlich Kunden, die schaffen das so gut anzurühren, dass man das kneten kann. Also richtig wie so ein Korallenkleber, den man sofort, hallo Mervin, den man so verkleben kann, als wenn du jetzt hier so einen Zwei-Komponenten-Kleber hättest. Ich war da immer zu dämlich zu. Ich nutze das tatsächlich immer außerhalb des Aquariums. Das heißt, wenn ihr so Riffäste oder sowas habt, oder ich zeige euch das mal eben, wenn ihr sowas habt hier, das ist jetzt ein toter, kann man auch ähnlich sehen. Diese nachgemachten Riffäste bestehen auch aus so einer Substanz. Das ähnelt also sehr, wie man sieht. Also auch Mörtel und solche Geschichten. Und das ist ja auch immer das, warum wir bestimmte Werte in unseren ICPs dann etwas höher haben, wie Zink oder Aluminium. Weil diese Sachen sind hier so ein bisschen mit drin. Und da darf man aber nicht verrückt werden. Wir sagen dann auch, wenn ihr sowas benutzt, ist es wichtig, dass ihr halt danach einen Adsorber reinmacht, zum Beispiel das Voss 004 oder sowas, was diese Stückchen dann rauszieht. Und das haben wir hier ja auch. Also das Material, wie man sieht, kommt dem schon sehr nah. Und daher ist es wichtig, wenn wir das für euch animpfen, dieses künstliche Gestein, dass wir da tatsächlich mit den Adsorbern diese Sachen wie Aluminium, Zink etc. rausziehen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Bei dem Totgestein ist es so, das kann man natürlich sehr schön im Trockenen damit verkleben. Also hier war jetzt zum Beispiel ein Ast abgebrochen, das habe ich jetzt aber nicht zum Anmischen gemacht, weil wenn man das hier anmischt, muss man am besten so eine, diese Mörtel, wie heißen die, diese kleinen Becher, die so aus so einem Kunststoff oder Gummi sind, dann Diese rührst du ja drin rum, Gipsbecher oder Gipsbecher, die sollte man hierfür auch nehmen, weil du versaust hier alles damit. Also auch wenn man da irgendwie einen Löffel oder sowas nimmt, Gipspot, danke, ja, Budde, Budde, ja. ja, Budde, dann ist es tatsächlich so, dass man das dann fast wegschmeißen kann. Also da muss man wirklich dann echte Utensilien für nehmen, um das damit richtig zu machen. Ich selber, wie gesagt, habe es zwei, dreimal benutzt, habe mal so Kundenaquarien aufgebaut und habe dann halt auch mit lebenden Steinen so ein Riff gebaut und habe die dann außerhalb des Aquariums hiermit zusammengeklebt. Und ja, die Tupperdose ist dann tot. Wenn du die nimmst, dann war es das. Und hier gibt es einen Trick übrigens. Also, wenn ihr baut außerhalb und ja, sparsam anmischen, genau da ist jede Firma auch anders. Bei den einen brauchst du ein bisschen mehr Wasser, bei dem anderen ein bisschen weniger Wasser und so weiter und so weiter. Da ist dann echt alles verklebt. Und wie gesagt, damit kann man wunderschön Türmchen bauen. Alles klebt, das fällt nicht auseinander. Das ist echt Wahnsinn. Und der Trick ist für euch, wenn ihr mal so einen Trockengriff baut oder außerhalb, immer wieder einfach so eine Sprühflasche Salzwasser nehmen, also direkt aus dem Aquarium oder frisch angesetzt. Und wenn ihr diese Riffe zusammenklebt und ihr habt zum Beispiel lebende Steine, dann sprüht ihr die immer regelmäßig mit diesem Aquariumwasser ein. Weil somit bleiben die Bakterien, die wir aktiv auf den Steinen haben, auch am Leben. Denn viele. Ja, der ist gut hier. Existenz. Tag erstmal. Wenn ich die Tupperdose meiner Frau zweckentfremde, dann ist Kirmes so. Deswegen hat Fauna Marien die Tests in den Tupperdosen. Jetzt wissen Ja. wir, warum die Ja, Tupperdosen stimmt. liefern. Könnte man zum Anmischen nehmen und die Ja. Tupperdose aus der Wicke. Da hat er auf dem Hintern hat er Kirmes dann, wenn er das machen würde, glaube ich. Nee, wie gesagt, also als Tipp, wenn ihr das mit so einem Riffmörtel macht, könnt ihr durchaus machen. Dann sprüht es halt ein bisschen ein, müsst hier halt immer ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu nass wird, weil sonst kann sich das Ganze auch wieder lösen. Wie gesagt, ich selber benutze den nicht so oft, aber es gibt da wahre Fans von und ich habe einen Kumpel aus Duderstadt, der hat das echt so gemischt, da konntest du dann jede Koralle innerhalb von Sekunden aufkleben. Ich habe es nie auf die Kette bekommen. Es war echt krass. Also, ne? Also Riffmörtel hauptsächlich bitte zum Riffkleben nehmen, außer für die absoluten Spezies. Die können meinetwegen auch Korallen damit verkleben, aber. Naja, es ist jetzt, glaube ich, nicht die erste Wahl dafür. Für Heißt sowas ja auch halt. Riffmörtel, oder? Ja. Eigentlich dafür am besten gedacht halt, ne? Ich leg den mal hier so hin. Wir haben ja noch so ein bisschen anderes. Wir wollten ja auch so den Aufbau mal zeigen. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen, ne? Baue das noch ein bisschen um hier. Achso, wir hatten ja gerade hier noch diesen Sekundenkleber. Da kommen wir nachher nochmal zu, wenn wir die Ableger kleben. Ich breche da gleich mal irgendwas raus aus der Anlage. Ich kann ja irgendwas immer kleben. Das ist ja der Vorteil. So. Ritchie, weißt du, was mir da einfällt? Was ist rot und schlecht für die Zähne? Jetzt Ein kommt's. Backstein. Alter, aus welchem Gelände Prost! hast du den geholt? Den hast du irgendwo eingesammelt, oder?
zu schön. Also, hier haben wir zum Beispiel, wir bauen mal eben schnell ein Hazel-Eyes-Lumi-Aquarium 30 cm zusammen, 48 Liter. Das ist ja so, guck mal, zack, Riff fertig. So, warte mal. Es ging zu schnell. Stopp, stopp, stopp. Ich Wir muss noch mussten mal ja ein bisschen, erstmal noch. ich muss noch mal, ich muss noch mal ein bisschen, warte mal. Noch mal kurz ein bisschen mogeln. So. Aber da haben doch die Fische jetzt gar keinen Platz, sich zu verstecken. Also sie brauchen doch jetzt auch was, um sich zu verstecken. Das sieht jetzt gerade aus wie ein Haufen. Wenn ich hier vorstehe, sieht das nicht so aus. Also es ist halt mal dreidimensional. Also, wie gesagt, man kann tatsächlich auch hier, das ist eigentlich ein schönes Riff, für euch aus der Optik, ich versuche das mal, warte mal, etwas niedriger zu zeigen. Ja, dreh ruhig. So, also das müsst ihr euch jetzt wegdenken hier. Das ist ja nicht mehr da. Hier wäre jetzt die Glasscheibe. So, guck mal, hier hätten wir jetzt schon Lumi Style Aquarium oder Hazel Eyes, ratzfatz gemacht hier. Ne, hier ein Stein, da ein Ast, einfach so reingebutscht hier und dann haben wir hier einen schönen Stein. Man kann überall was hinpacken, siehst du? Überall schön was hinpacken. So, und zum Beispiel für die Leute, die jetzt sagen, wie mache ich das jetzt fest? Einfach hier die zwei Komponentenkleber nehmen und dazwischen setzen, zum Beispiel. Dann ist es fest. Das haben wir bei dir, glaube ich, auch gemacht, ne? Ja, so habe ich das auch gemacht. Genau an solchen Stellen. Ich habe da nur, wie gesagt, einen Tupfer gehabt, weil mir der Stein immer so leicht weggekippt ist. Genau, hier kann man gucken. Und Hier zum Beispiel wären jetzt so meine Punkte hier als Tipp für euch. Also wenn ihr sowas zusammenbaut, weil wir jetzt ja gerade beim Riff kleben und zusammenlegen sind, erstmal natürlich immer schauen, dass ihr das so packt, dass das kompakt ist. Also man sollte das anfassen, es sollte nicht zu stark wackeln, es sollte schön stehen, das Teil hier. Wir zeigen es nochmal. Guck mal, ist ein schönes Riff, oder? ja, und wichtig, erst Riff, dann Sand. Ja, genau. Na, guck mal, hier können wir jetzt schön was hinpacken. Hier kann Hazel Eyes ihre ganzen Alveos und Gonios hinpacken. Guck mal, wie viele Stellflächen sie hier hätte. Dein Aquarium, Lumi, auch sehr schön im Abgang, wollte ich fast sagen. Nee, entwickelt sich auch sehr schön, das, was du mir per Video WhatsApp geschickt hast. Sehr schön. Wir müssen auch unbedingt nochmal einen Stream machen, wo du das einfach mal zeigst auch. Da musst du deine Kabellage irgendwie mal nach unten packen. Und ich hoffe ja, dass die Hazel Eyes sich auch nochmal überreden lässt, dass sie mal mitmacht. Und wir dann mal so eine Dreierkonferenz oder so hinkriegen. So, wichtig ist also beim Riffaufbau, das habe ich jetzt hier einfach so zusammengestellt, obwohl mir das für mein Aquarium schon reichen würde, dass ihr immer Stellen habt, wo ihr was packen könnt. Und da muss man natürlich sich ein bisschen Plan machen, wie soll das Ganze, was für Korallen kommen drauf, ne? Hier flach wachsend eher, hier kann man so eine Ecke, was weiß ich, LPS machen, schön buschig. Hier oben könnte man ein bisschen einfache Montis, Akros, sowas packen zum Beispiel, ne? Auf diesem Teil hier. Hier oben alles, was so zum Licht ist. Hier könnte man schöne Euphelia setzen. Also ohne Ende. Und das ist halt immer, wie die Steine so sind. Und dieses Kunstgestein hat natürlich den Vorteil, das kann man sehr schön so packen. Ich zeige euch aber gleich auch nochmal Steine. Mervin sagt da was Gutes, nicht auf die Idee kommen, auf eine Plexiglasscheibe kleben und dann ins Aquarium. Ja, sowas gab es auch schon. Das hat man tatsächlich empfohlen. Also das ist so ein Ding. Gibt es Depotbildung dann drunter, Nee, ne? Oder? man hat tatsächlich gesagt, wenn du jetzt lebende Steine auf deiner Aquariumscheibe packst, soll man so eine Kunststoffplatte drunter legen. Das soll verhindern, dass die Bodenscheibe platzt. Ich habe zwar keine Ahnung, was das wirklich bringen soll. Das war aber weit verbreitet und wahrscheinlich immer noch Thema. Also wir legen diese Steine ganz normal auf die Glasplatte. Da passiert eigentlich gar nichts. Und genau wie du eben schon gesagt hast, wir hatten ja letztes Mal in dem Thema Sand, der kommt natürlich jetzt erst unter das Riff hier. Ne? Das heißt, überall, wo wir die Äste haben, was meint ihr, wie geil das aussieht, wenn man jetzt diese Stellen, die wir hier so rundrum haben, dann mit Sand auslegt, dann hast du halt den Effekt. Ne? Das ist natürlich jetzt ein Mini-Riff, also man könnte das natürlich dann noch höher bauen und so weiter. Wichtig ist aber immer, dass ihr so einen Riff halt luftig baut. Ich zeige das nochmal eben in der. Ich muss mal eben gucken, wir hatten ja. Warte mal, wir gehen mal rüber. Ich gehe mal eben. Das war ja auch sehr kompakt gebaut hier, das, was ich jetzt zeige, wie man sieht, ne? Ich hatte leider keine besseren Bilder. Aber jetzt zeige ich euch mal gleich etwas, was gar nicht geht. Ich muss jetzt mal so ein bisschen hin und her seppen. Ja, such du mal. Ich gehe mal währenddessen auf den Chat kurz ein. Ja. Existenz. Die Klebestellen sind dann irgendwann nicht mehr zu unterscheiden von den Steinen. Also im Optimalfall klebt man natürlich so diskret das Ganze, dass man natürlich
eigentlich schon kein Kleber sieht. Und natürlich ist es dann so, wenn das Becken schön bewachsen oder ja vollgestellt ist mit Korallen, dass die dann auch überwuchern. Na, also da habe ich tatsächlich auch am Anfang einen Fehler gehabt oder gemacht. Das wird dann sicherlich beim Thema Korallenkleben dann bestimmt auch nochmal später kommen. Also zu viel Kleber ist halt doof, dann hat man halt so diesen UFO-Effekt. Ja, genau. Also das verwechselt sich generell. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, was für ein Kleber nimmt man denn da so. Da gibt es halt verschiedene Farben. Ich zeige euch nachher mal zwei verschiedene. Ich baue jetzt hier nebenbei gerade ein bisschen was auf. Gibt es hier auch noch in verschiedenen Farben? Gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Das zeige ich euch dann auch gleich, was wir da so haben. Wir werden jetzt halt gleich mal zeigen, wie man so eine Koralle ins Riff klebt zum Beispiel. Wir werden mal gucken, wie man so einen Plug beklebt. Also wo wir diese Halter haben und so zeige ich euch dann auch. Was wir jetzt mal eben machen, jetzt gucken wir mal eben. Ihr seht das Bild. Hier seht ihr einen Schacht in der Mitte. Das ist ein Aquarium, was schon etwas länger läuft und kommt aus dem Raum Dresdner Raum ist das, also fast schon im Erzgebirge oder ist Erzgebirge. Und das war damals, Moment, müssen wir hier hin. Ich muss da mal so ein bisschen durchseppen und dann warten wir gleich mal einen Moment, um das richtige Bild zu finden. Okay, wir starten mal hier. Also bei dem Foto könnt ihr jetzt sehen, da ist ein Schacht in der Mitte. Das heißt, das war ein Würfelaquarium. Völlig ungünstig, das mal so nebenbei, ja. Das hatte das Maß, oder hat das Maß 70, 70, 70. Hat mal irgendwer konzipiert, wo wir gesagt haben, Alter, wie kann man das so machen? Ihr seht jetzt hier in der Mitte den Ablaufschacht. Dann haben wir da einen Kabelkanal. Dann haben wir dort einen Rücklauf. Das ist der vorne gebogene, der so von uns aus gesehen jetzt nach links geht. Das war der Rücklauf. Und die Filtertechnik steht im Keller. Ja, so wie wir damals, das machen viele heutzutage, also die große Aquarien haben, haben die Filtertechnik tatsächlich im Aquarium, damit ja, sie keine Geräusche haben. Ja, und deswegen verfrachtet man das in den Keller. Aber das Aquarium war völlig falsch konzipiert und wir haben dann versucht, ihr seht jetzt hier diese beiden Kringel, da waren Ecotec Marienlampen drüber, das weiß ich noch. Und hier könnt ihr schon, wenn ihr mal rechts guckt, ihr könnt halt sehen, das Ding ist wie ein Steinhaufen. Ich versuche das jetzt mal so zu zeigen. Da seht ihr jetzt also, da ist in der Mitte dieser Glaskasten. Ne? Könnt ihr das erkennen oben? Sieht aus hier wie aus so einem Vulkanunglück hier in Rom oder so, Pompeji. So eine Säule früher aus dem alten Rom, die so ins Meer geschleudert wurde und so bewachsen ist, oder? Also, ja, also ganz wichtig für den Chat ist, dass wir reden da jetzt drüber. Ich sage natürlich, wir lästern nicht darüber. Es ist zwar ein bisschen grenzwertig, aber hier zeige ich euch halt mal ein Modell, was völlig gar nicht geht. Genau, es sieht komisch aus. Also, ihr müsst euch mal vorstellen, das waren Anfänger. Und leider waren diese Anfänger nicht bei mir, sondern die waren halt bei einem Mitbewerber aus dem Raum dort. Und der hat dann dieses völlig falsch konzipierte Aquarium dahin getackert. Und das läuft auch heute noch nicht richtig. Wenn ihr mal guckt, wie steil das Ganze ist, das ist nämlich auch so ein Ding. Man hat jetzt hier sehr schön diesen Ablaufschacht versteckt. Aber generell ist das eine Vollkatastrophe, weil du kannst ja noch nicht mal was hinstellen irgendwie. Ja, und Das arme Krabbler, die müssen da ja schon auch ordentlich Sport machen, ja, ne? das ist Also so ein wenn ich mir bisschen dran Mount so Everest. vorstelle, Ich genau, so ein Einsiedler, der braucht da schon hier Sicherungsleine. scrolle da jetzt hier mal so durch. Wir haben das also von verschiedenen Seiten. Leider sieht man meine Maus da jetzt nicht wahrscheinlich im Bild, ne? Nee. Links seht ihr diese orangenen Püppel, die da sind, das ist sogenannte Tubastrea, die braucht zum Glück gar kein Licht, also der ging es da auch relativ gut. Bei dem Aufbau kam nämlich kein Licht dorthin, wo es hin sollte. Und hier seht ihr nur die grüne Wiese, nennen wir sie immer, ihr nennt sie immer Affenhaar. Die wuchs natürlich auch bis an, ins Bodenlose. Oben sehen wir Xenien, die kennst du ja auch, Lumi. Ne? Oben auf dem Deck kann man sehr schön sehen. Und dann hat sie hier unten links, seht ihr so ein paar Montiporen, die so versucht haben, als Platte hervorzuwachsen. Aber im Ganzen sieht man halt, dass da was nicht passt. Guckt euch solche Sachen an. Hier eine Steilwand, die mit Schwämmen voll gewachsen war. Der Sand unten, wie ihr sehen könnt, auch völlig fertig. Also der wurde dann nach und nach halt abgetragen. Aber hier sieht man klassische Fehler, wie man Riff niemals nie aufbauen darf. Ja? Also völlig steil nach oben. Licht reicht nicht mehr aus. Alles schattet sich ab. Alles, was als Tellerwuchs da rauskommt, ja. Ihr seht, hier ist, wenn ihr in der Mitte guckt, unten ist eine Montipora, eine ungesunde Montipora, die müsste eigentlich leuchtend rot sein, das ist irgendwie so ein dreckiges Braun. Und darüber seht ihr so einen hellen Fleck, das ist eine Lederkoralle.
Wenn die offen wäre, wäre diese Koralle darunter komplett tot. So, hier sehen wir es nochmal, so aus der Entfernung halt. Und hier kann man sehen, dass über die Hälfte von diesem Aquarium überhaupt nicht beleuchtet ist. Krass, oder? Ja. Das ist echt krass. Ja, das Ding läuft auch heute noch nicht, ist ganz klar. Wir haben dann die Lampen nachher verändert, weil wenn man oben sieht, da hängen halt zwei Lampen, die das noch nicht mal ganz ausleuchten konnten. Weil vorne zur Frontscheibe könnt ihr auch sehen, es ist sehr, sehr dunkel. Also das ist ein Riffaufbau, den wollte ich euch einfach mal zeigen, weil der echt eine Vollkatastrophe war. ja, Seitenstrahler oder von unten oder wie auch immer, Nemo Sven, ja genau, gar keine Durchspülung. Also wir hatten Riesenprobleme. Ich bin ja dann gekommen als Notfallhilfe, aber wenn ich dann sowas konzipiert sehe, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Also wir haben dann tatsächlich zwei große Tunzepumpen da reingebaut, wir haben eine Wellensimulation gemacht, aber es hat natürlich nur bedingt geholfen, weil natürlich, weil da natürlich Blaulicht. ja, da kommen wir wieder zu dem Schönen, wo wir weiterkommen. Also, wie gesagt, das ist halt echt übel. Vielleicht Und hättest du rundes Plexiglas reinmachen sollen, um die Strömung so ein bisschen drumherum zu leiten. ja, hier könnt ihr es nochmal sehen. Ja, wir haben dann nachher irgendwie versucht, eine Ringströmung zu machen und so weiter. Also hier ist es noch vor dem Umbau gewesen, aber ich hatte diese Bilder noch und wollte die euch einfach mal zeigen, wie man auf gar keinen Fall einen Riff aufbauen sollte. Und wie gesagt, keine Durchströmung richtig und hat einen zentralen Schacht, ja, auch total fehlgeplant, steht da an der Wand, man kann es von drei Seiten sehen. Also, boah, das ist halt immer das, was ich sage. Man muss natürlich einen guten Fachhandel finden, weil das ist ja vom Fachhandel geplant worden. Und leider habe ich nie, ich habe nie irgendwie die Fotos vom Kellerbecken, also vom habe ich. Ich muss lachen, weil die Comments sind echt gut. Sebastian, vielen lieben Dank für 7 Monate Abo. Ich danke dir. Nein, das Technikbecken unten war auch völlig, 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 Spiegelfolie ist auch geil. völlig. Ja, ich übersteuere schon hier. Also völlig falsch geplant. Das Technikbecken war auch einfach nur ein Aquarium und so weiter. Also es ist auch heute noch ein Problem Aquarium und ich glaube, wir werden das auch nie irgendwie retten können. Stand das an der Wand oder frei im Ja. Raum? Ein Teil steht hinten an der Wand, also da, wo du jetzt nach hinten guckst, die rote Wand, da stand das Aquarium tatsächlich dran. Und da Okay. habe ich mich auch gefragt, warum haben die den Schacht in der Mitte gemacht? Aber das wollten die Kunden tatsächlich so. Nur da wäre es natürlich als Fachhandel die Pflicht gewesen zu sagen, ihr Leute, das geht so nicht, weil das und das passiert. Ne? Aber der hat das halt so dahin gebaut, ja. Und ich glaube, die haben da, weiß nicht, 10.000, 12.000 Euro für bezahlt. Ne? Das musst du ja mal reinziehen. Das ist schon ein Wort, ne? So, jetzt zeige ich euch nochmal, ich habe hier, ihr könnt ihr mal gucken, diesen Stein hier. Ist er lebendig oder ist er nicht lebendig? Manche werden es natürlich wissen. Was meint denn der Chat? Ist das ein lebender Stein oder ist das ein künstlicher? Warten wir mal die Zeitverzögerung ab. Die tippeln jetzt alle in die Dutch Reef Rock. Mervin, du hast Heimvorteil, du kennst das schon, ne? Nicht lebend. Kunde König. Ja, ne, das sind hier unsere Dutch Reef Rocks, was ich euch aber gleich zeigen wollte. Warte mal, wir gehen mal zurück. Ich muss mal eben gucken, wo ich den Lebenden hatte. Ich möchte euch nur mal zeigen, wie ähnlich das war. Da, das ist ein Lebender. Fototechnisch natürlich dieser etwas heller fotografiert. Ich hatte bei dem anderen anderes Licht zur Verfügung. Aber das zum Beispiel ist ein Lebender. Und wenn man sich daran erinnert, wie eben das Dutch Reef Rock aussah, die Form abgefahren, oder? Wenn man ans Dutch Reef Rock jetzt ein bisschen Moos kleben würde und machst das nass, würde das keiner erkennen, oder? So Ja. sieht ein lebender Stein aus. Auch für dich mal, Flori. Hast du ja noch nie gesehen, ne? Naja, außer halt bei dir in der Anlage, ne? Ja, Aber aber nicht sowas. Das sind echte lebende Steine. Dahinter siehst du auch das Fach, was da voll war. Da hatten wir immer ständig und stetig eine Tonne Steine da und so sehen die dann lebendig aus, wenn sie frisch kommen und das auch für die Einsteiger jetzt wieder. So erkennt ihr gute lebende Steine übrigens. Das Thema hatten wir ja im letzten Stream, wo wir uns so ein bisschen festgehängt hatten, aber das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt und ich weiß nicht, ob die Eileen schon dabei ist. Ich musste also heute auf Mitbewerber verweisen, da wir keine lebenden Steine bekommen im Moment und der hatte welche. Denn es ist so ein Tassen-Keramik-Aquarium, was sie hat. Und dort
Geht gar nicht, also wir kriegen da keine Biologie rein. Ach, da ist sie ja, die Nila. Nilja, richtig? Ist die Eileen, oder? Wenn ja, sag mal. Also, für euch Einsteiger, das hier, guckt es euch gut an, sind 1A Premium-Qualität lebende Steine. So sieht das dann aus. Und daran erkennt ihr das halt, wenn man da auch dran riechen würde, riecht man frisches Meer. Also, es ist wirklich eine ganz, ganz frische Brise. Ist unbeschreiblich eigentlich. Und hier könnt ihr halt diese kleinen Algen überall drauf sehen. Und das zeichnet einen guten lebenden Stein aus. Ja. Also sowas kriegst du heute kaum noch. Es muss nicht immer so aussehen wie auf dem Foto. Es kann manchmal auch etwas weniger Alge drauf sein, aber man erkennt auch rechts zum Beispiel bei dem jetzt hier, wir haben hier den Drei-Finger-Joe hier und rechts daneben haben wir noch ein Stückchen und da könnt ihr halt erkennen, was da so an Bewuchs und ein bisschen Belag drauf ist. Und das ist halt immer, das ist 1A-Qualität und es wäre wie ein Sechser im Lotto, sowas mal wieder zu bekommen. Es ist wirklich so. Und der Nilja, habe ich heute gesagt, bestell dir halt beim Mitbewerber, ich habe dann für sie rausgesucht, macht auch nicht jeder Fachhändler, ne? Mitbewerber fördern, aber egal, was soll ich machen. Es muss unbedingt was getan werden in ihrem Aquarium und deswegen habe ich gesagt, bestell dir mal 4, 5 Kilo lebende Steine und pack die da einfach mit rein, weil es ist wie heute immer noch schwierig, da Biologie reinzukriegen. So, hier sieht man jetzt wieder diese Toten. Der Unterschied ist tatsächlich einfach nur diese Bemalung, die wir da drauf sehen. Das ist womit auch immer. Es ist auf jeden Fall alles biologisch abbaubar, was auf den Steinchen ist, weil sonst könnte man die halt nicht nehmen. Da kommen wir wieder zum Katastrophenaquarium. Der hat das irgendwie alles durcheinander gewirbelt. Aber hier seht ihr halt einfach, also wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen Lebensstein bekommt und man macht die dazwischen, so wie bei dir, Lumi, dann sieht man das nachher nicht mehr, ne? Du kannst das kaum noch unterscheiden. Und da reicht ja der Anteil Lebendgestein dann aus, um einfach mal vernünftig Bakterien reinzukriegen. Und ihr könnt dann jeden Stein so mit dem Riffmörtel, was wir vorhin hatten, einfach zusammenkleben, wenn ihr wollt. Und hier, also ich finde es immer noch unfassbar, wie die das hingekriegt haben, das so original aussehen zu lassen, ne? Also von den Formen her. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Na gut, dieser Ast hier sieht jetzt nicht ganz so echt aus. Geht so, das kleben die Leute sich halt zusammen. Da könnt ihr auch diesen Riffmörtel nehmen, den wir eben hatten. Da haben wir wieder unser Schachtaquarium. Ja, aber das Ding hier, wie gesagt, das ist ein Parade. Hier, guck mal, die Pumpe da rechts, siehst du die? Ich nenne die immer liebevoll Lockenwickler. Ich wollte gerade sagen, das Ding, das sieht eher aus wie so eine Heizung, aber ja. Das ist eine, es war früher eine Maxpect Jaya und die konnte man hochkant oder quer, gibt es heute von anderen Firmen, weil irgendwann war von denen das Patent abgelaufen, also die hatten das patentieren lassen. Und irgendwann war es dann halt so, dass man das jetzt nachgeht. Das macht, glaube ich, Rezi oder so macht das. Lebende Steine sind für Neulinge natürlich toll, da in der Einlaufphase immer mal Krabbeltiere oder sowas dabei sein können, immer Spannung. Ja, mal da, auf jeden Fall. Ganz wichtig sind sie halt für uns, für die Biologie einfach. Und hier kann ich euch gar nicht mehr sagen, ob das lebende Steine waren oder so, aber die werden jetzt auch nicht mehr aktiv, weil die einfach falsch positioniert sind, keine richtige Strömung. Ihr könnt auch sehen, wie gelb das Wasser ist zum Beispiel, wenn ihr genau hinschaut. Da, wo die Lampen, man sieht auch jetzt wunderbar, wo die Lampen hingeleuchtet haben und wo nicht, ne? Da oben wird alles gebrutzelt, da brauchst du die Sonnenbrille und rechts und links tote Hose. Und auch völlig falsch aufgebaut, wie man sieht. Die haben also unten die Montipora, da haben wir so einen Hofmaestri, das ist dieser grüne Fleck, der da rechts zu sehen ist. Darunter so eine ganz normale rote, du Anne, hast du ja bei dir auch drin. Ja. Und dann haben die eine Milka genommen, die sitzt da oben in der Mitte. Ja, und dann oben drauf Zenien, ne? Also alles, was Schön buschig. Licht braucht, ist fast dunkel. Und rechts könnt ihr sogar, an hier sind auch Xenien. Ich wollte erst sagen Neuphilia, aber nein, da hat ja kaum was gelebt. Das ist ja echt. Und wenn man dann bedenkt, dass man da 10.000, 12.000 Euro für hinblättert, ist das schon heftig, oder? Genau, und diese Jaya, also dieser Lockenwickler, der da hängt, der sollte dann halt so eine Ringströmung machen. Das Problem war nur, dass das Wasser gar nicht richtig in den Schacht ablief. Und wenn man auch nochmal oben, wenn ihr das genau anguckt, dann seht ihr so eine Kammhaut da oben drauf. Das kann man nämlich rechts sehen. Da sind so Belegepartikel oben drauf. Daran siehst du, dass die Strömung nicht richtig eingestellt war. Keine Oberflächenspannung, kein gar nichts. Ich sage immer, das Wasser muss leben von der Strömung her. Und hier sieht man halt schon, hier Sand wurde dann abgesaugt und solche Sachen. Also das Paradebeispiel, liebe Leute. So baut man keinen Riff.
Ja? Ich sage noch, der Wasser muss leben. Der Wasser Genau. muss leben. Das muss auf jeden Fall leben. Ja. Mich würde mal interessieren, wo man derzeit relativ gut Lebenssteine bestellen kann. Gibt ja viele Internethändler. Hab Angst, dass man am Ende Gammelfleisch bekommt. Also, ihr könnt bestellen bei White Corals, ihr könnt bestellen bei Fauna Marine, bei Akzeno, wenn wir welche haben, bei uns. Also diese Namen sind ja relativ führend und bei uns war es damals so, dass wir von Nautilus her auch einer der bekanntesten lebenden Steinimporteuren waren. Warte mal, Lumi, ich will dich auch mal wieder reinholen hier, damit die Leute dich auch sehen. Moment. Da. Wir hatten, also wir waren deutschlandweit bekannt für sehr gute lebende Steine. Das Problem für uns ist halt einfach mittlerweile, man muss es sich tatsächlich leisten können. Also lebende Steine zu importieren, ich sag mal, früher hatten wir das Kilo 9,90 €, da wurde sehr wild diskutiert, aus welchem Hafenbecken wir das denn geklaut hätten oder eingesammelt und so weiter. Weil es konnte ja nie einer für 9,90 € Steine verkaufen. Doch, wir konnten das tatsächlich. Es stieg dann irgendwann auch ein bisschen. Wir waren dann irgendwann bei 14,90 €, konnten dann aber immer noch Rabatte geben, je mehr das wurde. Von der Qualität her waren wir da immer zu günstig, weil das, was wir an Qualität hatten, das findest du heute kaum noch. Also so eine Qualität. Ich denke mal, also wir haben den Faden Richtung Lebenstein nicht ganz verloren, aber ich muss das halt immer so einplanen, dass wir so sowas zu einer Saison machen. Das heißt, die Steine kommen und die müssen auch relativ schnell abverkauft werden. Es bringt euch nichts, wenn die dann ein halbes Jahr in der Anlage liegen, weil dann ist es zwar noch ein lebender Stein mit Biologie, aber es kann halt passieren, dass ihr euch dort auch einfach negative Stoffe reinholt, Phosphat, Nitrat, alles Mögliche, weil die speichern das und die werden ja schlechter, je länger sie liegen. Daher muss man die relativ frisch kaufen. Ich sag mal, wenn man Steine erwirbt, die, wenn sie gut gehältert sind, dürfen sie maximal 2 Monate alt sein. Älter sollten sie nicht sein. Ganz frisch muss man immer aufpassen, muss man dann absprechen. Aber so die namhaften, die ihr so kennt, sowieso, da kann man schon mal, denke ich, bestellen bei den Namen, die ich gerade genannt habe. Momentan ist es so, dass das Lebgestein so zwischen 23 bis 25 € kosten wird. Und achtet drauf, genau, Hazel-Eyes schreibt es, niemals kaufen, wo halt Korallen drauf sind. Also ich zeige euch jetzt noch einmal, damit alle das sehen. Weg vom Horror-Aquarium. Das war doch niedlich hier, guck mal an. Das musste ich aber abbauen nachher, dieses kleine, weil die Kunststeine haben uns ein Calcium von über 700 Milligramm in das Aquarium geballert und eine Carbonathärte von 5. Weil das so reiner Beton war, der hat die ganze Härte aus dem Wasser gezogen. Also jetzt nochmal für alle, guckt euch diesen Stein an, nehmt das Handy, tackert es euch vor die Augen. Hallo, Mind War, denke ich mal, oder Mind War, Servus. So ist ein toller lebender Stein. Aber seid nicht enttäuscht, wenn die nicht ganz so bewachsen ankommen, wie ihr es da seht. Das muss auch nicht sein. Also da sind natürlich immer die schönsten Stücke, werden immer fotografiert. Das ist ganz wichtig. Also immer, wenn ihr Werbung seht, mit tollen Bildern, es sind natürlich immer die schönsten Steine. Man darf das nicht zu 100% erwarten, was man dort sieht. Ich habe hier natürlich diese Fotos auch für den Shop und sowas gemacht, weil da suchst du dann natürlich immer die Creme raus. Aber es ist immer wichtig, dass der Hauptanteil so aussieht, ne? Das hast du natürlich nicht 100% gehabt, wenn du eine Tonne bekommen hast. Sahen die nicht immer so mega, mega aus. Hier sieht man ja auch nochmal bei dem Drei-Finger-Joe hier, dass der hier auch nicht so viel bewachsen hat, aber man erkennt einfach den Unterschied zu so einem künstlichen. Ne? Hier gucken wir noch mal ganz kurz den künstlichen und da seht ihr das halt. Das ist halt wichtig. Genau, Ablaufschächte und sowas sind halt immer so eigene Themen. Auf jeden Fall. Und Flori, was sagst du? Wie ist das bei dir? Also kommen wir noch mal auf den Aufbau zurück. Warte mal, ich muss wieder gucken, wo ich uns finde hier. Ich habe mittlerweile so viele. Wo haben wir denn? Skype. Da. Wie war das bei dir jetzt so mit dem künstlichen Gestein? Du hast ja, wie gesagt, wir haben ja sowas eingebaut, nur in klein, haben das ein Genau. bisschen gelegt und so weiter. Wie ist so deine Erfahrung jetzt? Hast du Probleme gehabt mit diesem Gestein oder sagst du, war gut jetzt verwachsen, merkst schon, wächst auch was drauf oder optisch irgendwie verändert mittlerweile? Also, das, was du am Anfang angesprochen hattest mit dem, ja, Stoffen, die halt ins Wasser gehen können. Ich hatte ja auch Probleme mit Zink und Aluminium. Das waren ja so zwei Problemkandidaten, die ich am Anfang hatte, die auch im Moment wieder da sind, warum auch immer. Zumindest Aluminium ist wieder, meldet sich mal wieder. Das aber das Einzige. Alles andere ist ja soweit völlig in Ordnung, finde ich. Also es ist auch ein Algenbewuchs da.
Die Schnecken laufen drauf rum und versuchen da was zu fressen und fressen sicherlich auch was. Also ja, von daher würde ich schon sagen, dass man da auch Biologie dran kriegt, dass der auch bewachsen wird. Natürlich ist es halt schwieriger, das im eigenen Becken zu machen, glaube ich, als wenn man die jetzt nehmen würde und ich sag mal ins Meer hängt für eine Zeit, ne? Ja, wie gesagt, da hast du natürlich dann die beste Biologie und alles dran. Ich mache mal ganz kurz eine Klebe auf hier. Welchen Kleber hast du denn benutzt bei dir? Oder welchen nutzt du gerade? Zwei Komponenten? Den zwei Komponenten von Tunze. Tunze hast du. Okay, ich mache mal ganz kurz die Kamera auf meine Hand. Moment. Das war die hier, ne? Genau. So, ich habe jetzt hier. Also Von generell daher, ist. Ja. um das nochmal kurz abzuschließen, von daher, ich kann eigentlich, also das, ich habe ja das Dutch Reef Rock, ich kann das echt empfehlen, weil halt eben von der Optik her, finde ich, wirkt es halt sehr natürlich. Und gerade wenn es dann anfängt, jetzt nach ein paar Monaten dann auch bewachsen zu werden, irgendwie, dass dann da auch mal so kleine Algen dran wachsen oder so, dann ja, sieht es dann halt doch recht natürlich aus. Oder fängt dann an, natürlich zu werden. Von daher ist das schon eine gute Alternative zu, ja, zu Nebengestein, glaube ich, besser als irgendwie hier so Tassen da reinzustellen. Ja, das Tassenaquarium. So, hier kommen wir das, wo, also ihr habt gesehen, ich habe mir jetzt gerade Handschuhe angezogen, das ist übrigens sehr, sehr wichtig. Wieder absolute Basic, aber auch hier werden immer wieder Fehler gemacht, denn oft ist es so, dass bei diesen Klebern das mit purer Hand gemacht wird, kann ich nicht empfehlen. Es hat zwei Gründe. Die eine ist, wenn ihr allergische Reaktionen habt, ist das Zeug hier nicht gesund für eure Finger? Ja, also hier zieht man das ab. Ich muss hier hinhalten. Es gibt die Unterschiede. Ich habe jetzt mal den hier ausgepackt. Der ist sehr weich hier. Das kann natürlich an der Wärme vom Geschäft liegen. Ich glaube, wir haben so 28 Grad hier. Hier seht ihr jetzt die Unterschiede. Wir haben also hier, das sind beides zwei Komponentenkleber. Bei dem ist es nur so, da sind halt zwei Komponenten in einem Würstchen. In dem Ankündigungsstream hatte ich auch von Würstchen geredet. Das ist halt ein Würstchen. Immer ans Essen denken. Und hier haben wir halt Komponentenkleber, zwei Stück. Und da kommen wir jetzt auf das Thema Farben, wie du eben schon bemerkt hast, dass es die tatsächlich in verschiedenen Farben gibt. Welchen Kleber ich übrigens nicht habe, wenn irgendeiner den vermisst, also wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, Mensch, der hat ja gar nicht diesen Kugelkleber, diesen Kunststoff, den man so knetet und so, den habe ich dann damals im hohen Bogen rausgenommen. Da hast du halt Wasser genommen, hattest so ein paar kleine weiße Perlen drin und dann hatte man heißes Wasser reingemacht, dann wurden diese Perlen zu einer homogenen Masse, das sah aus wie weißer Silikon, und dann konntest du das so kneten, dann konntest du kleben, war aber Müll. Er hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Erst haben sie alle geschrien, wow, geil, toll. Und irgendwann war es dann nicht mehr zu sehen. So, hier siehst du den Unterschied. Ich hoffe, man kann das gut sehen auf der Kamera, aber ich glaube, es geht gut, ne? Deutschlandkleber. Schwarz-Rot-Gold. Okay. Hier schneide ich den mal eben an. Also wichtig ist, nehmt euch halt irgendeine Schere, die ihr dafür immer wieder nehmt, weil so richtig tolle Tupper-Scheren oder so, das könnte Krieg zu Hause geben, wenn man die benutzt. Ich würde auf jeden Fall die Schneiderschere von der Oma nehmen, aus dem Nähzimmer. Ja, guck mal hier bei Vordermarine ist es so, tatsächlich eine dunkle, fette Masse hier. Das, normalerweise sind die innen immer weiß. Der ist rein schwarz. Das Schöne ist natürlich, dass der dann nicht so auffällt. Ja, die Scheren sollte man halt nicht nehmen, aber hier unsere, wie gesagt, die sind eh schon immer hart an der Grenze. Das heißt, alle halbe Jahre kaufe ich so ein Set Scheren für, weiß nicht, 3 €. Das sind so Billigdinger. So, also man sollte halt immer schauen, wie jetzt hier zum Beispiel diese zweigeteilten, dass ihr dort halt von jedem Würstchen ungefähr die gleiche Menge dann abschneidet. Wichtig ist wieder Handschuhe. Handschuhe deswegen, wie gesagt, allergische Reaktion eventuell. Oder ihr habt das Zeug dann an den Finger und würdet das dann schön verteilen auf euren Korallen, ja, weil sich das nämlich in eure Finger so reinbrennt. Also man kann dann so Abdrücke machen von. Fingerabdruck hier mäßig. Ihr seht jetzt schon, an meinem Handschuh klebt es hier schon fest. Übrigens, was beim Tunzelkleber ganz wichtig ist, das ist die meiste Anmerkung, also die Anmerkung, die ich immer habe, vergesst bitte die Anleitung vom Tunzelkleber, weil die ist nämlich voll für den Arsch. Die ist sowas von doof. Weil
die einfach falsch ist. Total kacke. Wir können ja gleich mal durchgehen, aber sowas. Also ich mache das jetzt völlig anders, als Tunze jemals geschrieben hat in ihrer Anleitung. Wir gehen das dann mal durch. Haben wir eigentlich noch eine Optik, wo du mit drin bist irgendwo? Guck mal. Ich kann mich da reinpacken. Ja, mach Also. mal, pack dich mal ruhig da rein. Beziehungsweise, warte mal, warte mal, warte Muss nur mal. checken, ob ich die richtige Kamera drauf habe. Ja, nö, ich schmeiß mich hier einfach mit rein. Genau, dann bist du wenigstens auch zu sehen. Warte Du mal. kannst das ja. Kack. Also hier ist zum Beispiel wichtig für alle, die jetzt hier zwei Komponentenkleber benutzen, Einsteiger seid. Alle Kleber sind im laufenden Betrieb, Korallen unter Wasser zu kleben. Ja, warum? Machst du was falsch? Eigentlich nicht. Also wenn ich den hier, Erik, klebe, dann hält das. Nur, es gibt da so ein paar Tricks, die ihr machen müsst. Zum Beispiel, wenn ihr Steine habt, also lebende Steine, wie auch immer, wenn die bewachsen sind, dann ist das hier ein ganz wichtiges Utensil. Die muss jetzt nicht unbedingt vibrieren wie die hier, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr die Steine vorher abbürstet, wo ihr das draufklebt. Ein bisschen drüber bürsten, weil wenn da halt Reste und Algen oder was weiß ich mit drauf sind, abbürsten vorher, damit der Kleber auch Haftung hat. Also einfach beigehen, bisschen drüber. Ich mache hier gleich mal die Farbe ab, schön. Nein, geht nicht ab. Aber also mit der Bürste ein bisschen drüber gehen, natürlich im Aquarium, ist klar, ne, geht der drüber. Bisschen vorreinigen, das ist immer sehr wichtig. Und dann das Allerwichtigste. Lange kneten. Lange kneten. Der ist hier sehr softig, deswegen benutzen bei uns den echt, echt viele. Echt viele. Ja, ganz viele. Ah, da ist er. Mit rotem Kranz. Ach nee, das sehe nur ich, ne? Mit rotem Kranz siehst nur du, Das genau. sehe nur ich. Stimmt, ich sehe es ja auf dem Handy hier. Ah, guck mal, da ist der Lumi. Jetzt ist er weg. Ha. Ja. So, und hier ist wichtig: dieser Kleber, der ist sehr, sehr softig und den müsst ihr halt relativ lange kleben. Deswegen Handschuhe, kneten. Also du machst das sehr, sehr gut. Du bist sehr zärtlich auf jeden Fall. Ja, das muss man so, als wenn du deine Freundin massierst. Schön hier. Ne? Glaube, wenn du das so machst, tut das ordentlich weh. So, da gibt es zwei Optionen. Entweder man macht sich seine Wurst. Da haben wir wieder unser Würstchen. Wir nehmen mal den hier. Den habe ich tatsächlich noch nicht geklebt. Ich habe den im Regal. Der wird witzigerweise nicht so oft gekauft wie der von Tunse, obwohl der hier günstiger ist von Fauna. Der stinkt. Wahrscheinlich deswegen. Der riecht so ein bisschen wie Unterhose. Unterhose von vorne. Da mal wieder das Würstchen. Ja. Bisschen wie Biene Maja Unterhose. Kennst du das? Vorne gelb, hinten braun. Also der, puh, Dortmund-Schlüppi. ja, der riecht echt ein bisschen fischig hier. Riecht so ein bisschen wie Min S. Also ja, gerne Albrief, dafür machen wir das ja. Flachwitz Mittwoch. Ja, wegen Dortmund, weißt Ja. du? Wir haben ja da Dortmunds-Fans, du musst aufpassen. Sonst blockt die Häseleist dich. Nur aus dem Stream kann sie dich nicht kicken, das geht nicht. Da Ja. sperre ich euch. Also den hier nehme ich das erste Mal. Der ist ein bisschen, wie man sieht, klebt es etwas mehr hier. Da würde ich auf jeden Fall sagen, Momentchen liegen lassen. Das Ganze. So, und jetzt müsste ich eigentlich die Handschuhe wechseln, weil jetzt könnt ihr sehen, was da dran kleben bleibt. Und das hätten wir jetzt an den Pfoten und würden das jetzt schön auf der Koralle verteilen, ja? Also machen wir den mal weg. Ist das ein besonderer Handschuh, den du hast, oder ist Nee, das sind ganz normale. Ich zeige ganz euch das. normal? Ja, hier. Habe ich, glaube ich, irgendwo bestellt. Einfach hier so Komfort Purple. Manchmal haben wir auch schwarze. Unser hier Repo. Unser Tattoo-Mann. Der sponsert immer mal ein paar. Jetzt haben wir hier uns die Bestellpuderfreiheit, ne? Und ja. So, jetzt haben wir hier einen Stein. Stellen uns vor, der ist im Aquarium. Wir haben jetzt hier unsere Würstchen. Hier gibt es wiederum zwei Optionen. Also bei dem muss man halt ein bisschen schneller machen. Jetzt kann ich den auch so kneten, weil er schon ein bisschen vorgetrocknet ist. Das ist nur am Anfang ganz wichtig. Aber achtet trotzdem drauf, dass ihr
das nicht alles an den Fingern habt. Genau, manche legen den in die Mikrowelle und sowas. Ich habe das nie gebraucht. Ich kann das irgendwie so. Es geht. Hier haben wir jetzt ein bisschen den Nachteil, dass wir das gerade im Trockenen machen. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach mal so ein Steinchen hingeklebt. Dann kann man jetzt hier als Beispiel, ich hole mal eben was. Also wie gesagt, den könnt ihr jetzt so kleben, weil nach dieser kurzen Zeit hat der keine Reste mehr. Ne? Man sieht, meine Hände sind jetzt sauber. Ist meistens nur am Anfang. Wer natürlich auf Nummer sicher gehen will, der lässt das so. So, jetzt könnte man unter Wasser, kann man das hier vorkleben. Ich gebe immer den Tipp, auch an die Neuansteiger, guckt euch erstmal an, wo die Korallen stehen sollen. Das ist ganz wichtig. Habe ich zum Lumi auch gesagt, ne? Erinnerst du dich? Stell die Ja. Korallen erstmal dahin, wo du denkst, dass sie gut steht und dass sie zum Beispiel auch nicht wackelig steht. Also das ist immer sehr wichtig. Diese Kleber sollen eigentlich nur zum Fixieren sein. Nicht unbedingt, um was in diesem Sinne zu halten. Also die sind eigentlich da, um zu fixieren, dass man sie an diesem Standpunkt festmachen kann. Und hier ist es wichtig, das machen übrigens auch ganz viele falsch. Wir haben das jetzt unter Wasser und wir würden merken, irgendwie passt das nicht. Dann fangen manche an und reiben dran rum. Das darf man auf gar keinen Fall machen. Wenn man nämlich reibt, dann kommt so eine Art Nebel von diesem Kleber und der verteilt sich im Riff oder ätzt auch bei den Fischen die Kiemen an und all solche Sachen. Das muss man unbedingt vermeiden. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr diese Kleber benutzt, die nur zu drücken. Also niemals verreiben, immer drücken, drücken, drücken. Und hier ist es wichtig, dass man, ich hoffe, ihr könnt das sehen, man drückt immer hier außen. Das heißt, wenn ich also diese Hauptwulst, wo ich jetzt die Koralle gleich einklebe habe, dann drücke ich hier nur die Kanten so ein. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Und das ist halt wichtig, dieses Eindrücken, das verbindet dann hier diesen Kleber mit dem Stein. Ne? Auch hier diese Kerbe und so, ist scheißegal, wenn man das sieht. Das spielt alles keine Rolle, weil die Koralle soll ja nachher auch über diesen Püppel drüber wachsen. Diese Art macht man halt für Euphilia, Goniopora, Montipora, Acropora, wie auch immer. Und was ganz tödlich ist, ich glaube, Lumi, das habe ich bei dir auch mal gesehen, wenn man, ich gucke mal eben, ob ich eine Koralle finde, die wir da kurz aufkleben können. Da hattest du deine Koralle zu weit in diesen Kleber gesteckt. Weißt du das noch? Wo ich gesagt habe, die wird wahrscheinlich kaputt gehen. Kannst du dich daran erinnern? Ich weiß nicht mehr, war das so? Ja, das sehe ich nämlich ganz oft. Ich habe jetzt hier gerade mal einen Acropora-Ableger gemacht, einfach mal eben abgebrochen. Ich hatte sie am Anfang alle auf dem Plug gelassen. Ja, das ist auch so eine. Da kommen wir auch gleich zu. Hier haben wir jetzt eine Akro. Habe ich gerade einfach abgebrochen. Und die würde ich jetzt nehmen und einfach reindrücken. So. Gerade abgebrochen. Einfach klack abgebrochen reindrücken. So, hier könnt ihr jetzt aber sehen, die Koralle ist nur ein Müh in diesen Kleber gesetzt worden. Ja? Das ist nämlich ganz wichtig, weil ich sehe oft, da ist der Kleber bis hier oben. Da guckt dann auf einmal nur noch so ein Püppelchen raus. Und die Koralle ist tot, weil natürlich der Kleber aggressiv ist. Und wenn ich die Koralle da viel zu krass reindrücke, dann ist sie hin. Ja, und so ist es richtig. Das heißt, wenn ihr hier diesen so gebaut habt, einfach nur so ein Stückchen rein, dann kann man halt, wenn man das Gefühl hat, sie hält nicht richtig, dann könnt ihr halt einfach hier nochmal ein bisschen randrücken. Das kann man alles unter Wasser machen übrigens. Also das ist jetzt nicht. Die kann das jetzt ab, deswegen machen wir das hier gerade im Trockenen. Die nehme ich auch gleich raus, weil die kleben wir nachher mit dem Sekundenkleber fest. Wir haben ja gesagt, dass wir euch verschiedene Möglichkeiten zeigen. So, also wie gesagt, so wäre das jetzt richtig eingeklebt. Jetzt könnte man hier halt, sag ich mal, eine kleine Euphilia, muss ja mal gucken, dass Platz ist. Einen Ast würde man auch hier einfach so reinpacken. Und dann würde die hier stehen. So, und so fertigt man das vor. Aber immer mal gucken, dass man halt schon ein bisschen was vorbereitet, zwecks, dass ich weiß, wo muss es denn eigentlich stehen? So, jetzt haben wir hier halt den, hier von Fauna, der ist jetzt auch im Moment gelegen. Das ist übrigens der Trick, das ist immer ganz wichtig. Ihr müsst den Kleber immer ein bisschen liegen lassen. Der muss nämlich reagieren. Das heißt, wir kneten den. Jetzt seht ihr wieder, keine Reste, weil der schon reagiert hat. Jetzt gehe ich hier wieder bei und mache die Kanten so ein bisschen, drücke ich wieder in das Gestein. Der hier hat übrigens eine etwas schlechtere Haftung. Das sieht man. Ich hoffe, ihr seht das. Wahrscheinlich nicht, weil er so dunkel ist. Hier. Hier ist das so ein bisschen gummiartig. Und deswegen muss ich hier mit dem Fingernagel reindrücken. Man könnte auch, wenn ihr sowas wie Besteck habt, sowas nehmen und das hier ein bisschen eindrücken.
Das Eindrücken ist immer mega wichtig. Schreibt der Chat wieder dumme Sachen? Du hast doch vorhin gesagt, Steine ohne Korallen kaufen. Ja, genau. Aber hier seht ihr, guck mal, hier, der hält nicht so schön, ne? Siehst du das? Ja. Guck mal an. Hier. Der ist nicht so schick. Also hier muss man anders mit umgehen. Den könnte Genau, man wie jetzt beim nochmal. Zahnarzt. Ja, genau. Den könnte man. Aber seht ihr, der macht mir Probleme, den finde ich nicht so schön. Da ist geduldig. Erik sagt gerade, lassen das nicht den Claude hören, der haftet schlecht. Das ist egal. Da muss er durch. Guten Der. Abend, Roder. Ich wollte gerade sagen, da kommt bestimmt gleich, warte mal, im Hintergrund Fauna Marien, wenn er nicht eingeschlafen ist, hat er gesagt. Nee, er ist noch nicht da. Jens Werner ist da. Hallo, also viele Leute da. Willkommen, liebe Leute. Solveig ist auch da, sehe ich gerade im Hintergrund. 45 sind wir Ja, aktuell. Mensch, schön. Ja, haltet durch bis zum Schluss. Wir machen noch ein kleines Giveaway. So, also hier perfekt. Hier ein bisschen, naja, Schönen guten Abend. muss man ein bisschen arbeiten hier, ne? Phil Fantastics, hallo. Von meiner Arbeit im Zoofachhandel. So, wir nehmen die jetzt raus, weil die brauchen wir dann nochmal. Mit Meerwasserabteilung. Der Zoofachhandel, Händler. So, ich muss mal eben was holen. Wie kamst du denn mit dem Kleben zurecht? Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich habe ja am Anfang, also ich habe ja am Anfang alles immer mit Plack geklebt, weil ich es nicht besser wusste. Du hast ja gesagt, mach einfach Aber mal. sag, weiß der Chat, was Plack ist? Chat. Weiß ich Sind nicht. Leute dabei, die nicht wissen, was ein Plack ist? Weil wir sind ja im Basic Stream. Du wusstest ja auch nicht, was ein Plack ist am Anfang, oder? Nee, korrekt. Also, ich kann das ja mal kurz erläutern, während du da weiter räumst. Wenn man jetzt eine Koralle im Zoofachhandel kauft oder im Aquaristikfachhandel kauft, dann sind die auf einem kleinen Trägersteinchen. Das wird halt Plack genannt, dieser Trägerstein. Der hat, ja, sieht aus wie so ein T, nur in rund. Und hast du gerade einen da? Was lachst du denn jetzt? Weil der Hasse im Mund, Plack. Schreibt Richie gerade, Plack, Hasse im Mund. Wäre schlecht. Der war gut, ja, Entschuldigung, aber der war gerade lustig. Ja, alles gut. Genau, und da werden die dann halt eben draufgeklebt, die Korallen. Und dann kauft man diese Plaques und kann dann die Koralle in sein Aquarium überführen. So, manche Korallen kann man da gut runternehmen und andere wiederum nicht. Die Plaques. Genau, die Plaques. Ich hole mal Plaques eben. Ich habe hier gerade keinen am Tisch, ich bin Ich echt habe schlecht vorbereitet. genug, alles gut. Ich zeige euch gleich mal die futuristischen Plaques von uns. Ja. Die wollte ich euch mal zeigen, das ist natürlich Geschmackssache. Wir machen die auch wirklich als Gag. Das sage ich gleich dazu. Der Marc hat so viel Plaques, dass er die schon verkauft. Genau, hier haben wir die handelsüblichen Plaques. Was ist das eigentlich für ein Material? Weil das ja so bröckelig ist. Der hat da, weil da muss ich tatsächlich mal nachlesen. Da hast du mich kalt erwischt. Ich habe mir das schon mal durchgelesen, aber wie das so ist, vergisst man das natürlich auch immer wieder. Also ich habe extra die von Fauna Marien gewählt, weil Also. die musste nicht wässern. Also es gibt ja welche, die sind wieder so aus diesem Reefbond-Material. Ich zeige das nochmal. Also hier. Ja. Es gibt auch welche, die werden hiermit hergestellt. Manche machen da kleine Steinchen von und sowas. Die musst du unbedingt wässern. Ich habe jetzt leider keiner von da. Ich mag die auch überhaupt gar nicht und habe dann irgendwann die von Fauna genommen. Der ist natürlich wieder hier. Warte mal, ich muss mal einen anderen nehmen. Ja, der ist ein bisschen schöner. Also die sind auch nicht alle gleich schön. Manche sind hier unten ein bisschen zu dick oder wie auch immer. Bei Fauna Marien war es halt so. Ich will mal eben gucken, was er geschrieben hat. Also erstmal sind sie aufgeraut, damit das nicht alles so abfliegt. Fuß lässt sich leicht abbrechen. Und er hat, muss man eben gucken. Es ist eine neuartige Keramik, die angereichert ist mit Calcium, Strontium und Zeolith. Dieses Material verhält sich im Meerwasser neutral und begünstigt das Wachstum der Korallen. Genau, also das heißt, die müssen nicht unbedingt gewässert werden, wie die anderen, die man so bekommt. Also achtet da bitte drauf. Bei denen hier könnt ihr sicher sein. Also wenn ihr diese bei uns im Shop bestellt, bekommt ihr diese von Fauna Marien.
Das Gute ist halt innen hohl und die haben so eine Art Sollbruchstelle hier. Wenn man das wegknipst, sind die innen auch hohl. Was denn? Ja, ich sehe schon wieder. Aber es ist doch schön, wenn der Stream so lustig ist, dann wird er wesentlich langweilig. Das schneidet ihr unten weg hier dann. Also, das sieht natürlich auch immer affig aus, wenn ihr diese Plackburgen habt. Ja? Dann hast du so einen Stein hier. Ich kann das ja mal eben nachbauen, wie die dann aussehen. So. Mal sehen, ob ich das so hinkriege. Dann stecken die hier alle nur diese Käsedinger rein. Also Löcher stopfen nenne ich das immer. Aber hält noch nicht mal. Hier würde jetzt eine halbe Tonne Kleber verwendet werden, damit dieser Plack da drin hält. Ja. So, manche nehmen dann jedes Loch, was sie hier finden, und stecken dann diese ganze Platte da rein. Und ich würde das nicht machen. Also wenn ihr Korallen habt, die man von diesem Plack runternehmen kann, dann klebt sie bitte direkt ein. Und so wie ihr es eben am Anfang gemacht habt, ja. Also hier, wie gesagt, wir haben hier zu wenig Löcher. Also ich könnte jetzt hier kaum Korallen reinstellen. Also für manche Aquarier ist das tatsächlich so. Und da gucke ich dann in solche Plack-Aquarien, wo wir dann nur solche Teller haben. So, warte mal. So. Ne? Wenn ich jetzt hier noch Gesichter drauf male, dann wird das ganz interessant. So. Ne? Könnt ihr das sehen? So, jetzt stellt euch vor hier. Es ist ganz schlimm. Aber das ist irgendwie so ein Trend geworden. Plack-Aquarium. Guck mal, das war einer, den haben wir mal selber aus Keramik gemacht hier. So nachgebaut, so. So, ne? Also dann, ihr könntet jetzt hier so eine Plattenbauten machen. Kennt man auch aus Ostdeutschland. Die hatten ja Plattenbauten ohne Ende hier. So. Jetzt hättet ihr da überall Korallen drauf und überall diese hässlichen Teller. Also gewöhnt euch das ab, wenn möglich. Nehmt die Koralle runter und klebt sie bitte selber ein. Und nicht mit diesen Dingern da. Ganz wichtig. So, ne? Also das nur mal so als Beispiel, was viele irgendwie machen. Wo ich immer denke, Leute, nehmt doch den Rotz da runter. Und wenn man halt manchmal Ableger hat, so wie jetzt zum Beispiel Lumi auch seine Xenien und sowas hatte. Wo bist du denn? Bist du Ja, wieder da im Bild? ich bin wieder da. Ich habe ja gerade mal kurz die Katze Katze eingefangen. aus, genau, die Katze aus dem Raum gelassen. Nicht aus dem Sack. So, und jetzt kommen unsere futuristischen Dinger. Da habt ihr. Oder sie kommen Genau, auch Xenien, nicht. also manche Korallen, die sind halt nicht gut zu kleben. Warte mal. Weichkorallen gibt es einige, die finden, das lassen sich nicht so gut kleben. Oder auch Anemonen, die lassen sich ja auch nicht kleben. Die So, kann man dann halt Vorführeffekt. nur mit Stein einsetzen, dann muss man halt, kann man aber den Rand wegschneiden. Genau, wir bauen jetzt hier mal die verschiedenen auf. Mir ist tatsächlich gerade das Riefhalterteil runtergefallen. Auch geil, ne? Deswegen sammle ich hier gerade ein bisschen was zurecht. Das ist ja typisch live, ne? Fliegen erstmal Ja, die Dinger hier durch die Gegend. ein So. schöner Rücken kann auch entzücken. Ja, genau. So, da haben wir wieder das Plack, das mir gerade um die Ohren geflogen ist. Hier haben wir es gleich zerstört, kann gleich in den gelben Sack. Genau, das waren jetzt die Babys, die wir. Die hat er mit einem 3D-Drucker gebaut. Dieses Löchlein ist halt für Gorgonien zum Beispiel. Da kannst du halt ein bisschen Sekundenkleber oder sowas reinmachen. Gorgonske eingeklebt. Zeige ich euch gleich mal. Und dann sind die hier drin. So, und hier kann man den Stift gleich so abnehmen. Das heißt, für uns ist das halt so, dass wir das hier in diesen Haltern präsentieren können. Ja, und den Stift kannst du dann im Aquarium gleich wegnehmen und kannst das dann so einkleben. Und das ist das Material, was wir auch für unsere Decks nehmen. Also völlig frei von irgendeinem Scheiß. Ist alles biologisch abbaubar und so weiter. Also da passiert nicht viel. Hier auch. Hier hat man jetzt einen großen Teller. Kannst du auch einfach abziehen. Und dann kannst du hier deine Klebe drauf machen. Und hast dann halt so ein Disc. Ne? Das ist je nachdem, was man hat. Sowas würde ich zum Beispiel nehmen, wenn man jetzt Montipora oder so hat. Also irgendwas, was einen Teller bildet, kannst du hier draufsetzen, damit man das halt nicht mehr so sieht. Ich zeige euch da mal ein paar Beispielkorallen. Ich hole dir mal eben. Wo haben wir denn Gorgonske? Genau hier. Hier ist die Gorgonie. Ihr habt ja auch wieder einen ganzen Stapel Ableger gemacht, wie ich gesehen habe, ne? Ja. Morgen geht's weiter. Morgen muss ich. Ach, hier, guck mal, die Schere klebt dran. Morgen muss ich Gonius und Alveus machen. So. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie ein toter Baum. Weil das Ding ist zu. So, hier hat er jetzt das eingeklebt, wie man sieht. Ne, hier haben wir wieder diesen Halter. Hier eingeklebt, einfach mit Sekundenkleber. Und jetzt ist die Gorgonie hier fest. So, diesen sieht man nachher gar nicht mehr so wirklich. Das hier war nur ein Gag.
Aber das überwächst sowieso alles. Wie gesagt, und diese kleinen Dinger haben wir tatsächlich für Gorgonien gemacht mit dem Löchlein gleich drin. Das kann man hiermit natürlich auch machen. Dann bohrt ihr die einfach hier in der Mitte an mit einem kleinen Bohrer. Und dann kann man tatsächlich Sekundenkleber nehmen. Da braucht man nicht diesen Kleber hier, weil der ist viel zu aufwendig. Dann hilft hier einfach Sekundenkleber. Und dieses Teil klebt man dann halt wieder mit den zwei Komponentenkleber ein, was wir eben hatten. Und das kann man dann halt direkt wieder auf den Stein kleben oder wie auch immer. Aber wie gesagt, das ist nur so ein Gimmick hier. Die nehmen wir halt für uns hauptsächlich. Wir haben auch noch so multifunktionelle, so MacGyver-Dinger. Da hat er auch was zusammen gebastelt, zeige ich auch nochmal. Und die Füße, die sind dann Müll oder werden die dann wieder recycelt? Die kannst du wieder benutzen, wenn du willst. Wenn du jetzt irgendwann sagst, die Koralle will ich nicht mehr. Also ich muss selber noch gucken, weil die hat unser 3D-Bauer selber zusammengebaut und ich habe gar keinen Plan, was der hier alles so gemacht hat. Das ist so ein Mehrstufensystem hier irgendwie. Also ich könnte den jetzt rausziehen, wir testen das mal. Ja, warte. Guck mal. Ah. Hier hat er so ein Teil gebaut. Den Sinn muss ich Ja. ihn nochmal fragen, keine Ahnung. Die hat er halt bei mir jetzt in der Anlage stehen. Du kannst halt hier das Baby-Pershing-Teil rausnehmen. Das ist so eine rote mit gelben Polypen. Kannst du hier nochmal einsetzen. Ist eigentlich so multifunktionell, ne? Ja. So ein MacGyver-Teil. Ja. Ja, aber wie gesagt, die kann man dann einfach hier so abziehen. Und Gartenschlauch hat ja, man. genau, so Jetzt richtig wird neu, keiner, kannst du modern die und so immer weiter. reinklicken und Ja, wieder es wird nicht der rausnehmen. Renner, war ein Witz, ne? Hat er so aus Resten gebaut und so. Wenn man nicht weiß, wohin mit der Kohle, dann baut man sowas. Ziemlich witzig. So, was haben wir denn noch Feines hier? Wir gucken mal eben. Wichtig ist übrigens, wenn ihr, ich hole mal eben eine Euphilia, ist das hier. Auf diesem Plax übrigens, das zeige ich euch jetzt, da nimmt man tatsächlich diese Sekundenkleber. Also ich zumindest. Man könnte das auch mit diesen Zwei-Komponenten-Kleber machen. Hier sehen wir jetzt eine Euphilia. Die ist natürlich jetzt zu. Und hier könnt ihr sehen, da ist immer wichtig, die müssen ganz gerade abgeschnitten sein. Weil wenn man nämlich Sekundenkleber nimmt, braucht man eine gerade Fläche. Wenn man so eine Euphilia kennt ihr vielleicht, wenn ihr die schneidet und ihr habt die spitz, dann kann man die da nicht mehr aufkleben. Das muss immer richtig schön gerade sein. Und dann geht am besten tatsächlich Sekundenkleber. Das zeige ich euch auch gleich. Also, ihr habt, halten wir fest, zwei Komponentenkleber nehmen wir, um etwas im Riff zu befestigen oder bestimmte Arten von Korallen. Das ist immer sehr individuell. So, jetzt machen wir mal Sekundenkleber-Session. Wir haben unsere Acropora hier. Bei der Acropora ist es so, bei dem Zwei-Komponenten-Kleber hast du gesehen, Lumi, habe ich das ganz schnell eingeklebt, ne? Das könnte ich jetzt mit Sekundenkleber hier nicht, weil ich muss die gerade abschneiden. Wenn die keine gerade Fläche hat, stehe ich gleich wie ein Honk und warte stundenlang, bis die fest ist. Man muss die, er grinst schon wieder. Ich habe Also noch gerade so eine Einblendung im Kopf, jetzt gerade im Stream 3 Stunden später. ja, nee, der Trick ist, wenn ihr, ich guck mal, also das ist übrigens bei Sekundenkleber, wenn man schnelle kleine Ableger auf so ein Plug klebt, ich sage euch auch ganz wichtig, diese Sekundenkleber bitte nicht verwenden, um etwas ins Riff zu kleben, weil da wirst du irre. Das funktioniert gar nicht. So, und jetzt zeige ich euch mal was aus der Praxis. Ja. Was richtig übel ist, das zeige ich euch jetzt hier. Guck mal, hier seht ihr schon wieder zwei offene Teile. Was passiert natürlich? Du kriegst Funkeln es nicht mehr rein. auf. Ja, das ist immer dann, wenn ich das nicht selber mache. Ja, dann hole ich immer die Reste aus dem Kühlschrank. Ja, also hier verkackt. Ja, funktioniert nicht. Hier auch so. Ich packe die jetzt mal weg. Werde sie sowieso verbrauchen. Also werde ich mal einen neuen opfern. Wir haben ja sonst nichts. Kann ich Sekundenkleber auch im Riff nehmen? Nein, das könnt ihr nicht. Sekundenkleber reagiert sofort mit Wasser. Der wird auf einmal ganz kaugummimäßig, kriegt sofort eine Haut und dann kannst du das vergessen. Sekundenkleber bitte immer außerhalb benutzen. Und viele Korallen können das auch ab. So, jetzt machen wir hier einen Tropfen drauf. Schnell wieder zu. So, und jetzt ist das wichtig. Koralle liegt jetzt hier im Wasser. Tropfen drauf. Und der muss jetzt ein bisschen vorarbeiten.
Ja, also nicht sofort kleben, sondern einfach jetzt ruhig eine Minute oder so, auch wenn es Sekundenkleber ist, in der Menge braucht er länger, bis der reagiert. Deswegen jetzt einfach stehen lassen. Bei diesen Plugs halt, wo wir uns die Gedanken mit dem Loch gemacht haben, das ist klar. Das ist halt hauptsächlich für Gorgonien oder alles, was so astförmig ist. Deswegen hatten wir am Anfang auch hier tatsächlich Löcher reingebohrt, weil dann kann man hier auch einen Tropfen Sekundenkleber reinmachen, Koralle reinstecken, ins Wasser stellen. Der Sekundenkleber reagiert sofort. Der fixiert sofort und nach 3, 4 Minuten ist der dann hart. Aber nochmal, er ist nur, um Ableger auf solchen Steinchen zu machen. Also die wenigsten schaffen das, also auch ich habe es noch nicht hingekriegt, das unter Wasser zu kleben, weil er hat sofort reagiert. Und viele der Korallen, das ist auch nochmal so ein Thema, was darf eigentlich an die Luft an Korallen? Ne? Das ist ja für dich bestimmt auch anstrengend gewesen, oder? Wie hast denn du geklebt? Erzähl mal. Ja, das war tatsächlich am Anfang mit was darf an die Luft, was nicht. Und ja, gut, ich hatte, glaube ich, am Anfang keine Korallen, die groß problematisch waren. Das Einzige, was, glaube ich, nicht an die Luft durfte, war Anemonen tatsächlich. Und alles andere war bei mir nicht so problematisch. Also die Wiese zum Beispiel, die habe ich an der Luft geklebt. Ja, genau. So, Hazel-Eyes hat ja sogar ihre. Hallo Uwe. Uwe Klausi. Hallo, mein Lieber. Es ist so, ich denke, ich weiß nicht, wie Hazel-Eyes das gemacht hat. Also manchmal ist es so, wenn du jetzt die Wiese hast und klebst dann auf die Rückseite der Wiese ein bisschen Klebe und gehst dann rein, muss halt relativ schnell sein, dann haftet der. Wir nehmen halt immer diesen JBL. Auch Fauna Marin hat welchen, auch andere Firmen, aber ich bin mit dem halt zufrieden, weil der so schön gelig ist. Also der fließt ja nicht so weg. Wenn du diese Billigdinger nimmst hier aus dem Baumarkt oder was auch immer, was man durchaus machen kann, bei bestimmten Dingen kann man den auch nehmen, aber der ist so flüssig, das zeige ich euch mal an so einem Plug, damit ihr mal den Unterschied seht. Ihr habt jetzt da so einen Geltropfen gesehen, der halt eine feste Form hat. Das muss ich mal eben gucken. Ich habe nämlich von dem Baumarktzeug einen offen, weil viele ja immer sagen, das hole ich im Baumarkt. Das geht alles easy. So, jetzt zeige ich euch das mal. Wir nehmen den hier mal raus. Ne, wir nehmen mal diesen hier. Jetzt mache ich das drauf. Jetzt werdet ihr sehen. Da, das verschwindet Der wie Wasser. läuft. Siehst du Ja, das? ja. So, und da kriegst du ja nichts fest drauf. Ja. Was willst du damit? Also ich habe es auch mit Sekundenkleber, herkömmlichem Sekundenkleber geklebt, weil ich nichts anderes hatte. Aber Gelkleber, also Hast war, du glaube auch. ich, Uhu-Uhu-Gelkleber Ja, oder gibt's sowas drin. auch, genau. Aber hier ist halt, also man muss halt immer gucken. Das ging. Ich weiß nicht, ob das überbelichtet ist. Sieht fast so aus, Nee. ne? Nee. Nee, es geht. Also hier könnte ich nichts mitmachen. Also hier kannst du jetzt vielleicht eine Wiese draufkleben, also alles, was flach ist. Eine Montipora, hier so eine Platte oder so, das macht alles gehen. Aber auch hier würde ich, glaube ich, eine Macke kriegen, weil der so richtig in die Rillen läuft. Ne? Und wichtig ist auch, wenn ihr diese Plugs wieder benutzt, auch wieder mit einer Bürste vorher abschrubben. Ganz wichtig. Muss man jetzt nicht, wenn die neu sind, machen, aber wenn ihr die wieder gebraucht, ist ja manchmal so, man macht es ab, man hat die übrig, braucht man die nicht wegschmeißen. Ne? Ui, was ist denn da los? Uwe Klausi, vielen, vielen Dank für deine 5. 5er-Sub-Bombe. Krass, Dankeschön. Das ist ja mal nett. Roder, Flakes, Jigsaw, Feuerfisch und Roten Home dürfen sich drüber freuen. Ja, sehr schön. Oh, Rotenhome, das ist cool. Der schreibt immer auf YouTube. Der verfolgt Echt? uns auch immer, ja. Ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Vielen lieben Dank, Uwe, für die Sub-Bombe. Danke, 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 mein Lieber. Tageswitze, was ist denn mit Lumis Tageswitze? Keine Ahnung. Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden. Kann Richie bestimmt noch reingeben. An der Scheibe wächst die Wiese, das ist natürlich auch krass. Ja. Bei Sandra wächst die ja hinten komplett hoch. So, jetzt versuche ich diesen Ast mal zu fixieren. Ich hoffe, ich habe lang genug gewartet. Es scheint aber nicht so zu sein. Flache Witze kleben. Oh Ja, das ist auch Gott. immer sehr spannend, wenn du hier Unboxing machst und dann tatsächlich irgendwie Akkus kommen oder egal was und da ist was auf dem Transportweg, was ja leider auch mal passiert, dass was abbricht, Ja. wie schnell du das dann, ja, das muss ich mal schnell kleben, ich bin gleich wieder da, also in was für einer Geschwindigkeit du dann das mal so eben nebenbei Wird es klebst, festgeklebt, ne? ja. So, hier sehen wir jetzt, ich habe jetzt zwar abgeschnitten, aber das ist nicht flach genug, deswegen wackelt der jetzt noch. Und der Sekundenkleber hat nicht lang genug vorgeglüht. Das ist tatsächlich so, also wie gesagt, diese Gelkleber könnt ihr ruhig einen kleinen Moment einfach als Tropfen so auf der Platte lassen. Das ist dann kein Problem. Und hier sieht man jetzt, also die ist nicht gerade genug geschnitten, die kleine Akro, und dann fängt die an so rumzueiern.
Das hält natürlich dann auch. Ich muss jetzt halt ein bisschen festhalten. Aber je gerader ihr diese Klebefläche schneidet, umso besser hält es nachher. Ne? Und Akroporen zum Beispiel, also das, was ich hier gerade zeige, das kleine Pümpelchen hier, die dürfen auch ein bisschen länger in der Luft sein. Das stört ihn nicht. Ich hatte ihn jetzt nur ins Wasser gelegt eben. Aber hier sieht man schon, das fängt jetzt langsam an zu halten. Ne? Seht ihr? Ja. Und wenn der jetzt noch länger vorgeglüht hätte, dann würde das noch viel besser halten. Jetzt nehme ich den aber ganz vorsichtig und setze den gleich ins Wasser, weil dann ist der gleich fest. Und hier könnt ihr das sehen. Die Schnittstelle, die liegt jetzt so auf dem, halt da muss ich ihn zeigen, auf dem Kleber drauf. Der Kleber, also die Koralle berührt noch nicht mal das Plagg, sehe ich gerade. Und einfach nur so vorsichtig drauf gesteckt, aber die ist jetzt fest. Und wenn ich sie jetzt weiter aushärten will, packe ich sie halt auf so ein Reefdeck oder was auch immer ihr habt. Ne? Also diese Dinger, wie gesagt, mit diesen kleinen Teilen hier unten, das ist eigentlich immer für die Reefdecks gedacht. Das Teil, was mir gerade um die Ohren geflogen ist. Wo habe ich es denn hingepackt überhaupt? Ach ja. Das ist jetzt das Große. Und dann könnt ihr das hier reinstellen. Und dann kann das in Ruhe noch weiter trocknen. Dafür sind eigentlich diese Reefdecks gedacht, die man sich so in die Ecke packt. Wir haben übrigens jetzt auch Nano-Reefdecks für die ganz kleinen Aquarien. Ich bringe jetzt nur mal eben diese kleine Akro in Sicherheit. Nicht, dass sie noch aggro wird. Richtig. Ja, die kommt jetzt hier mal gleich aufs Fotodeck. Da kann sie jetzt ein bisschen aushärten und dann passt das. Ja, also wie gesagt, diese Reefdecks tatsächlich sehr gut. Gönnt euch sowas, egal ob das jetzt von uns ist oder von wem anders. Das ist ein cooles Emoji übrigens. Sieht ein bisschen aus wie Krümelmonster in Orange. Genauso ist es. Brief. Ich verwende meistens Gel, Sekundenkleber. Kleber auf die Koralle, dann kurz unter Wasser tauchen, dann nochmal Gel, Sekundenkleber darauf und dann ans Riff drücken. Okay, danke für den Tipp. Ein Elmo ist das. Hazel Eyes weiß das wieder. Was die immer so weiß. Also habt ihr gesehen, ne? Habt ihr noch Fragen zum Sekundenkleber? Guter Tipp hier von Albrief. Wusste ich so auch noch nicht. Hast natürlich einen höheren Kleberverbrauch dann auf jeden Fall. Und wir kleben manchmal echt viel, das ist Wahnsinn. Also wir haben jetzt hier so Prototypen gemacht. Ich weiß gar nicht, hast du eigentlich von mir jetzt auch so einen Reefhalter bekommen, Lumi? Nee, bisher nicht. Immer noch nicht. Nee. Alter, was ist denn los? Guck mal hier. Das sind hier unsere Eckdecks für Nanos. Kannst du Ich so in die brauche aber auch Ecke? wenn den grünen, ne? Weil sonst passt das nicht mit Das. meinem Bacto Reef Ball Halter, Ach ja. so, oh, stylisch. Den es übrigens auch bei dir gibt. Ja. Total coole Erfindung. Den Bagdeballhalter, ja. Ja, hier ist auch witzig, ne? Nano. Das ist jetzt nur so ein Ja. Dreier, haben wir einfach mal so gemacht. Aber so für kleine Aquarien, dann kannst du irgendwo eine Ecke baumeln, dann kannst du wie es drei kleine Ja. Korallchen. Hier sind die Korallenplätzchen. Hier haben wir ein bisschen Luft gelassen, damit das so ein bisschen zirkulieren kann. Also, nee, also für zu Hause würde ich sagen, Gelkleber nicht so viel, das stimmt. Außer du hast ein Netzwerk von Herstellungen von Korallen ohne Ende. Dann hat man halt Gelkleber und wenn ihr halt im Aquarium selber verklebt, dann empfehle ich euch wirklich diesen. Und da gibt es halt verschiedene Firmen. Es gibt noch Aquamedic, der war mal ganz gut. Das ist hier der Tunse. Apropos Tunse, wir wollten ja mal in die Anleitung gucken, ne? Ja. Also für alle die jetzt bei mir Tunse-Kleber bestellen, schaut euch den Stream nachher nochmal an. Ich habe gesehen, Susanne hat es verpasst. Uwe, du bist morgen da, sehr schön, das freut mich. Dann komm rum, mein Lieber. Ich Sieht muss mal aus wie ein kurz. Schlagring der drei. Bitte was? Schlagring? Ja. Ja. Marco, danke für 100 Bits, mein Lieber. Wichtig ist, dass man den Gelsekundenkleber kurz unter Wasser taucht, dass sich eine Haut auf dem Kleber bildet. Ah, guck mal, die Tipps und Tricks. Aber danke, ja. Man lernt nie aus, ne? So, ich muss mal eben gucken. Ah, hier. Oh, Die vor allen Bilder, die Dingen. sind halt auch so geil, ne? Ja. Also diese Bilder, die Was? könnten auch so ein Biologiebuch aus den 90ern sein. Guck mal. Guck mal hier. Also, erstmal sollst du die Hände anfeuchten. Der Mann. Das ist eigentlich geil, ne? Hier. Könnt ihr sehen? Feuchte mal die Hände an. Er hat aber auch Handschuhe an, siehst du? Ja. Handschuh. Und feucht schneiden. Schneidebrett und Dings auch feucht machen. Ja. Ja. Scheibendicke bis 25er Glas, Erik. Gönn dir einen Schluck. Also hier würde ich jetzt meine Hände drin waschen. Warum macht man das in so einem Becher? Das ist schon mal lustig. Das ist lustig. So, dann schneidet der hier mit dem Brotmesser von Oma schneidet er das Würstchen ab. Da. So, aber jetzt fängt er an zu kneten.
Aber guck mal, was für eine Masse der gemacht hat. Dann hat er hier einen Backstein genommen, direkt von der Straße gesammelt. Siehst du das? Ja. So, was schreibt er denn? Feuchten Sie vor Arbeitsbeginn alle Arbeitsgeräte gut an. Halten Sie die Arbeitsgeräte während der Arbeit immer feucht. Legen Sie die Beine, Stangen. Legen Sie die beiden Stangen nebeneinander und markieren Sie zwei gleich lange Stücke. Also markieren nicht Niemals vergessen. kreuzen. Schneiden Sie die beiden Stangen getrennt voneinander ab. Reinigen Sie nach jedem Schnitt das Messer mit Leitungswasser. Die verbleibenden Stangen sollten nicht berühren. Verkneten Sie die beiden Massen circa 5 Minuten gründlich an der Luft. Nummer 3. Hier. Knete, knete. Schön in der Sonne hat er gesessen. Wenn die Masse eine gleichmäßige Färbung hat und keine Marmorierung mehr aufweist, ist sie gebrauchsfertig. Genau, da hat er recht, das ist gut, das stimmt. Halten Sie die Arbeitsgeräte immer feucht, ja. Wenn die, vielleicht gibt es noch mit Geschmack, wer weiß. Wenn die Masse, ja, haben wir schon gehabt, mit der gleichen Färbung, keine Marmorierung mehr aufweist, ist sie gebrauchsfertig. Legen Sie die Masse auf die gewünschte Stelle und stecken Sie die Koralle mit ihrem Steinsubstrat in die Masse. Streichen Sie alle Übergänge mit dem Untergrundstein glatt. Und genau das haben wir gelernt, wir sollen nicht streichen, sondern nur ganz vorsichtig abdrücken, weil wenn ihr nämlich anfangt zu streichen, haben wir The Fog, Nebel des Grauens im Aquarium. Und es könnte passieren, dass der ein oder andere Fisch rausguckt aus dem Aquarium mit dem Maul nach oben. Was haben wir denn noch? Streichen Sie alle Übergänge mit dem Untergrundstein glatt. Die zu verklebenden Teile sollten keine organischen Verunreinigungen, also kein Fett, kein Schleim, nicht vorher drauf spucken bitte, keine Popel verschmieren, Algen sollten auch nicht drauf sein. Das war der Tipp mit der Bürste. Also einfach ein bisschen vorher anrauen, abreinigen, passt schon. Stellen Sie die Koralle mit Ihrem Stein in ein vorbereitetes Gefäß mit Aquarienwasser. Die lassen es also nicht im Aquarium aushärten, sondern in einem hässlichen Ponton mit Meerwasser. So, dass die Masse 4 bis 6 Stunden bei 25 bis 28 Grad aushärtet. Puh. Bitte Nein, halten also. Sie die Strömung immer am Laufen. Nee, das steht hier in einem hübschen, hässlichen Becher. 4 bis 6 Stunden. Nein, brauchst du nicht machen. Gut, die haben jetzt hier irgend so eine Gorgonie eingeklebt. Da ist auch wieder die Frage, wie klebt man eine Gorgonie eigentlich richtig ein? Da gibt es auch einiges zu wissen. Was haben wir denn noch? Hier mal gucken. Da noch irgendwas Schönes? Nee, das Italienisch kann ich nicht. Ich glaube, es wiederholt sich. Ja. Also sie haben es ein bisschen verändert. Es war vorher noch lustiger. Aber 4 bis 6 Stunden Das in so einem. Zeug ist ja komplexer als die Also wenn ich Kuppe eine des Akro wenn Grauens. ich wenn ich eine Acropora, wenn ich eine Acropora 4 bis 6 Stunden da reinstellen würde, weiß ich nicht, ob ich die noch mal in Farbe raushole. Vielleicht in Farbe weiß. Also tot. Ne? Also nein. Also das bitte im Aquarium verkleben, vorsichtig reinbauen, wie wir es eben besprochen hatten. Und dann geht das. Es gibt halt. Schön in die Rührschüssel mit dem Mixer rein, um Strömung zu erzeugen. Aber alles feucht halten, das dürft ihr nicht vergessen. Werdet auch nie wieder vergessen. Ganz Das ist wichtig, jetzt die haltet die Markeninformation. Arbeitsgeräte immer feucht. Immer feucht halten, ordentlich drauf spucke, dann passt das. Ja, und was haben wir noch gelernt? Also der ist so der meistgenutzte von euch. Nehmen wir selber auch sehr gerne. Fauna Marine haben wir gerade das erste Mal aufgemacht. Da muss ich mich noch mit anfreunden, weil er doch ein bisschen problematisch war im Ankleben eben. Aber die Verarbeitung ist natürlich einfacher, weil du nur ein Kompo, also es ist zwar zwei Komponenten, aber du Ja, hast halt nur genau. einen Teil. Wenn du also zu dämlich bist, zwei gleiche Würstchen abzuschneiden, kannst du das nehmen. Brauchst nämlich dann nur eine dünne Scheibe zu schneiden. Das dazu. Aber der war auch softiger, etwas weicher im Abgang. Den konnte man besser kleben. Aber er hatte eben auf dem Stein eine etwas schlechtere Haftung. Muss natürlich jetzt nicht so sein, wenn wir das auf dem Clip dort packen. So, was wollen wir denn noch kleben? Wir haben jetzt eine kleine Akku geklebt. Gab es noch irgendwas, was ich nochmal kleben soll, was ihr sehen wollt? Du wolltest irgendwas anderes eben gerade noch. Ich weiß gerade nicht mehr was. Der Fauna klebt vielleicht unter Wasser besser. Das kann natürlich sein. Das Das kann haben wir sein. nicht getestet. Nö, das ist ja auch nur so Schnelldurchgang hier. Ja. Weil wenn du danach gehst, kannst du ja stundenlang machen. Also wichtig ist nochmal, dass ihr die Korallen wirklich immer vorher schon mal platziert und einfach guckt, wo steht die von alleine vielleicht schon mal ganz gut. Das ist auch immer wichtig, weil das machen nämlich viele falsch. Die packen die Korallen so an Überhänge oder wie auch immer, ja. Dann hast du irgendwie eine Acropora, die wie so ein Fächer ins Aquarium reicht und dann hast du ein Problem, ne? Weil das hält natürlich nicht gleich.
Und daher sage ich manchmal auch als Tipp, deswegen halt diese Reef-Tags erstmal die Koralle festkleben, vielleicht ein bisschen stehen lassen, dass sie vielleicht auch auf diesem Plug verwachsen ist, dann das Teil unten abschneiden, dann meinetwegen den Plug mit einsetzen. Das geht halt auch sehr gut mit dem Zwei-Komponenten-Kleber, weil wie gesagt, die hier innen drin hohl sind und somit habt ihr den Vorteil, dass diese Kleber hier halt auch in diesen Plug reingeht. Also da geht eine sehr gute Verbindung ein. Das ist hier halt wirklich gut gelöst. Deswegen auch meine Favoriten als Reef-Plug. Ja. Für mich ist der beste Pattex Ultra. Klebt innerhalb 10 Sekunden bombenfest und das unter Wasser. Genau. Es gibt auch so einfache Kleber, die man sonst so kaufen kann. Das stimmt. Wir hatten eben das Thema, welche Korallen dürfen an die Luft und welche nicht. Beim Gibt es Kleben. da, genau beim Kleben, gibt es da eine, ja, eine Pauschale, dass man da irgendwie sagen kann, okay, das darf, das darf, das darf, das darf nicht. Also pauschal kann man sagen SPS, also alles, was so wie diese Acropora gerade war, was so wie Bäumchen ist, solche Sachen, die können eigentlich ein bisschen an der Luft sein. Das macht kein Problem. Also sprich, warte mal, ich hole mal was. Ich habe hier überall noch runtergefallene Plugs. So. Ja, es war ja hier gerade Explosion. So, ich hole jetzt mal Montipora. Die wachsen ja auch wie blöd, sehe ich gerade. Deswegen wollte ich das eine Anlage machen, weil ich dann einfach mal ein paar Korallen holen kann. Wir haben hier zum Beispiel eine Hydnopora, also alles, was hier so, also das meiste, was so tellerförmig wächst, hier, Montis, das sind so teilweise Gezeitenkorallen. Das heißt, auch in der Natur ist es so, dass die eine Zeit lang auch mal außerhalb des Wassers sind. Ne? Man darf die jetzt hier nicht eine Stunde irgendwo rumstehen lassen, aber wenn man die jetzt mal so verklebt und lässt die 10, ja, 5, 6, 10 Minuten auf so einem Teil stehen, was ja manchmal gar nicht so lange dauert, dann nehmen die einem das nicht übel. Im schlimmsten Fall halt nochmal mit der Wasserpistole, Spritze, wie auch immer, ein bisschen einsprühen. Ne? Also sind wir wieder beim Thema immer feucht halten. Immer feucht halten. Richtig. Genau. Was sind das jetzt für Farben, die du da gerade hast? Das ist beides grün tatsächlich. Das ist so Okay. ein Neon Light Green, also so Knicklichtgrün, sage ich da immer zu. Ja. Und die hier auch eigentlich. Also die hatten etwas dunkleren Grünton. Diese leuchten ganz extrem. Das ist Hydnopora heißen die. Die hatten wir halt auch geschnitten. Die wachsen jetzt halt, wie man sieht, hier rundrum. Ne? Und hier ist es so, der Hauptabschnitt war halt mal das, was du hier in der Mitte siehst. Das war der Hauptableger hier. Und das ist schon neu. Die machen wir halt regelmäßig, weil das unsere Verbraucher sind in der Anlage. Ne? Deswegen haben wir die immer da, in Rot und in Grün. Und diese Hydnos, die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil die kriegst du hauptsächlich von Indonesien. Die werden nicht mehr ganz so viel importiert, aber wunderschön. Also Hydnopora könnt ihr gerne immer mal bei euch ins Aquarium packen, aber ihr müsst halt ein bisschen aufpassen, die nesseln ein bisschen stärker, dass die genug Platz hat zu anderen Korallen. Das ist auch nochmal ein Thema, was kommen wird. Das werde ich auch ein bisschen vorbereiten mit Fotos wieder, dass man halt mal sieht, wie stellt man eigentlich Korallen richtig hin, wo müssen die so hin. Und da habe ich jetzt mal an den Chat eine Bitte. Wenn ihr Bock habt, also wir haben ja bei Facebook eine Gruppe, wo es nur um Fotos und sowas gibt. Vielleicht kann die Hazel-Eis da mal einen Link reinsetzen. Und ich würde mich freuen. Das nächste Thema ist, glaube ich, Plagegeister. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ihr Fotos habt von Tubularien, von Borstenwürmern, all solchen Sachen, wäre es total geil, wenn ihr mir da Fotos zur Verfügung stellen könnt. Und das könnt ihr, wenn ihr möchtet, in der Gruppe von der Hazel-Eis machen auf Facebook. Plagegeister ist richtig. Ja, ne, das ist nämlich unser nächstes Thema. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr im kurzen Satz schreibt, bitte für nächsten Stream, wir erlauben euch, diese Fotos zu benutzen. Würde ich mich mega freuen, wenn ihr von Plagegeistern dort mal Bilder hochladen könntet. Also sprich, Borstenwürmer, Tubularien, Glasrosen, also alles, was ihr euch einfällt, was Kacke ist und was ihr jemals fotografiert habt. Dort in dieser Gruppe mal hochladen und uns erlauben, dass wir die runterladen dürfen, weil dann können wir das anhand von Fotos und so nächstes Mal richtig schön durchgehen und kann euch die Plagegeister zeigen. Also ich mache selber auch Fotos. Kugelalgen, genau. Also Geht aber alles. nur um Plagegeister aus dem eigenen Aquarium, nicht die Arbeitskollegen oder so, ganz wichtig. Genau. Ne? Und wie gesagt, hier könnt ihr auch noch mal eine Akro sehen. Die ist rot. Das sieht man in der Kamera überhaupt nicht. Ne? Die ist ganz Nee. kackarschbraun. Ja. Also das ist eine rote. Und hier sieht man auch wieder, die haben wir auch mit Sekundenkleber einfach aufgesetzt, ein bisschen. Und das Mutterstückchen hier war, weiß nicht, 10 Cent Stück groß. Und solche Platten könnt ihr auch relativ schnell, ich dachte an die Kids, solche könnt ihr auch mit Zwei-Komponenten-Kleber oder sowas ins Riff basteln. Das geht auch, wenn man kleine Stücke hat, dann braucht man die nur so ganz leicht andrücken.
dann verletzt man die Struktur nicht so. Also es ist immer, wenn ihr leicht drückt, ist okay, aber nicht zu fest, weil dann habt ihr hier irgendwann ein Loch drin. Und hier ist auch manchmal die Gefahr, hier ist schon das auch abgefahren, das ist hier festgewachsen auf der Platte hier. Stimmt. Ne, Man sieht da. es ein bisschen, ja. Ja. Jetzt ein bisschen Schatten, aber Ja. Ich versuch's mal. ja, so sieht Da, man es. jetzt sieht man es, ne? Da Ja. ist schon verwachsen. Hier. Da. Da ist verwachsen. Hier sieht man das. Da so. Das sind so echte Einsteigerkorallen, die ich jedem von euch empfehlen kann, ob jetzt in dieser Tellerform oder Astform. Lumi hat ja auch drin. Wir Ja, hatten ja die bei ist dir so ganz einen cool. Komplettstein irgendwie gehabt, ne? Ja. Aber hier kann man einfach eine Ecke abbrechen zum Beispiel, kann die neu aufkleben. Ja, sowas geht hier auch. Also einfach mit dem Cutter, klack, abbrechen, aufkleben. Das geht bei denen wunderbar. Wenn ihr diese verästelten habt, hole ich auch noch mal eine eben. Das sind auch so die typischen Einsteigerkorallen, die ich im Shop habe. Hier, weiß nicht, für 14,90, 19,90. Also so ganz günstige Sachen, die aber für euer Aquariensystem echt wichtig sein können, weil sie einfach alles stabil halten. Und da ist es Wo dann auch ein positioniert man die am besten? Eher oben oder? Montipon, also alles, was so hartstockig ist, sag ich mal, also so Platte, Ast, fest, ne? Also alles, was wie ein Steinchen ist, Mitte bis oben. Und alles, was so wulstig daherkommt, Mitte bis unten ungefähr. Ich zeige euch Ist jetzt hier ja mal. auch wichtig, ne? Also gerade für Ja. Einsteiger ist das, fragt man sich ja schon, was klebe ich jetzt wohin? Klar, man kann irgendwie sicherlich auch alles überall betreiben. Also ich kann auch Sachen, die aus der Tiefe kommen, oben betreiben. Dann mache ich das Licht dunkler, habe dann unten halt nichts und oben die Genau. Korallen. Ja, geht auch. Hast halt verschiedene Möglichkeiten. Ich gucke mal gerade durch die Anlage, was ich so für Korallen eben zeigen kann, um euch da ein bisschen nochmal so den Kick mitzugeben. Ich habe nur momentan irgendwie keine Montis, aber ich zeige mal eben hier die Stylopora Milka. Die sieht natürlich jetzt aus wie ein kleiner Ast. Also für die Einsteiger nochmal hier. Alles, was zwillenartig aussieht, also alles, was hier richtig fest ist vom Stein her, das ist alles so für Mitte bis oben. Ja. Hier zum Beispiel, das ist unsere Christmas-Fave, ja, da haben wir jetzt Ableger von gemacht. Die sind auch schön, schon zugewachsen. Die habe ich, glaube ich, weiß nicht, für 24,90. Die sind ultra bunt, richtig toll, innen rot, außen neongrün, bis gelb fast. Also das ist manchmal schwierig, aber hier sieht man halt, also alles, was so richtig stockesteif fest ist, das ist alles für oben bis Mitte. Und hier haben wir wieder gerade abgeschnitten, mit dem Sekundenkleber aufgeklebt. Das bildet dann halt so eine Tellerscheibe drüber, dass man halt diesen Plug nicht mehr sieht. Und hier ist es zum Beispiel so, die würde ich dann abmachen. Die würde ich da drauf nicht lassen. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie einfach das eigentlich geht. Ich kann die dann ja gleich wieder aufkleben. Das So. war tatsächlich die beste Sache, als du bei mir warst, dass du gesagt hast, hier, warum hast du denn da die Plugs? Mach die runter, mach die weg. Genau. Also das ist das oberste Ziel. Das heißt, wenn ihr Korallen kauft und ihr seht halt, dass die zum Beispiel wie jetzt diese kleine Favia hier. Ich mach das mal eben weg. Chat, fühlt ihr euch wohl? Ist es interessant für euch? Schlaft ihr ein? Sollen wir unseren Trollen wieder Futter geben, dass wir langweilig sind? Hatten wir jetzt übrigens. Kannst du dir das vorstellen? Verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht. Habt ihr Spaß da draußen? Wie viel gucken Bei überhaupt noch zu? Susanne, 39 sind wir im Ah, Moment. schön. Bei Susanne, sind sie immer eingegangen. Ich vermute, es ging um die Montys. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, kam die Nachricht. Kannst du ja Kann noch sie mal sagen, ja was, nochmal bei dir reinschreiben. eingegangen ist? Genau. Also das Teil, was ihr hier seht, tatsächlich vom Zahnarzt. Alles gut. Die Monty, ja. Schaut einfach mal, ob ihr dieses Utensil bekommt hier. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Vielleicht ist auch ein Zahnarzt zwischen euch. Dieses Teil ist top, um es abzuhebeln. Es gibt bestimmt noch andere Sachen. Also wir haben jetzt hier seht ihr diese Favia. Guckt halt immer drauf. Wenn ihr seht, hier haben wir sie draufgesetzt. So, und jetzt gehe ich einfach drunter und hebel die ganz leicht ab. Seht ihr das? So. So, jetzt haben wir sie hier vom Plug geholt. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Kleberest drunter. Der Schnarch. Der darf ruhig sein. So, und jetzt hätte man entweder die Möglichkeit, ups, zwei Komponentenkleber, einmal schon mal irgendwo hingeklebt, wo er hin soll. Das heißt also hier wieder vorbereitet, wo darf die Koralle hin? Dann könnt ihr die einfach so nehmen und vorsichtig, vorsichtig einfach aufsetzen. So, aber ihr habt dann die Chance, wenn man die von so einem Plug hier runternimmt, auch bei Solveig denke ich gerade dran, weil du hast ja letztes Mal ganz viele kleine Ableger von mir mitgenommen.
Ich kann euch echt nur empfehlen, macht sie halt von diesen Dingern runter und dann klebt sie halt mit einem Zwei-Komponenten-Kleber ein. Und es ist immer wichtig, wenn ihr solche Arten von Korallen habt, packt sie natürlich so ein bisschen Richtung Licht. Also die können halt leicht schräg ruhig gepackt werden, das ist nicht das Problem. Aber ihr müsst halt davon ausgehen, dass die untere Seite, wenn man es zu schräg packt, natürlich dann irgendwann degeneriert. Ja? Also das ist das Maximum, was man die setzen dürfte. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Dann würde auch noch hier Licht ankommen. Rein theoretisch müsst ihr sie so einsetzen. Also, dass man sie einfach auch gerade, ich versuche die halt immer so für euch zu schneiden, dass man die bequem einsetzen kann. So, sollte das Ding mal abfallen hier. Wir nehmen den gleichen nochmal. Jetzt zeige ich euch das wieder. Also, ein gebrauchter Plug. Machen wir ein bisschen sauber vorher. Halten alles feucht. Utensilien immer schön feucht halten. Ja, das jetzt hat Tunze sich wieder verewigt bei uns in den Streams. Das wäre fast so ein Streamspruch, immer schön feucht halten. So, und für alle verrate ich jetzt. Ich hoffe, dass das klappt, lieber Lumi, unsere Verlosung, die wir machen wollen. Hau ich heute ein kleines Giveaway raus. Und das Giveaway, Alter. Giveaway. Giveaway besteht. Wir machen mal Klebe drauf eben. Moment. Da kann das hier nämlich schon mal ein bisschen arbeiten, während ich sülze. Mal wieder ein bisschen Klebe drauf. Ich könnte das jetzt nach Eilbrieftrick machen. Also, ihr bekommt im Giveaway eine Tasse. Ich mache die auch mal aus, für die, die noch nicht kennen. Das wird gleich eine Verlosung geben. Wie weit sind wir eigentlich, Lumi? Sag mal Feucht zeitmäßig. ist immer gut, hieß es. 10 nach 9 sind wir. Also, wir haben Pink. Es wird dreimal was verlost. Es gibt dreimal für jeden eine Tasse. Also drei Leute haben dann die Chance, eine Tasse zu gewinnen. Ihr könnt dann, also ich gebe das vor, was wir nehmen. Wir haben auf jeden Fall eine kommt zu Twitch, kostet nichts Tasse. Die hauen wir gleich raus. Dann gibt es eine pinke, würde ich sagen. Pink ist auch immer ganz nett. Die gibt's. Und dann machen wir, könnt ihr Chat, was meint ihr? Eine blaue, eine gelbe oder eine weiße. Was sollen wir denn als drittes nehmen? Also eine Twitch, eine pinke gibt's. Ich würde sagen, noch was Buntes, oder? Das ist eine gelbe. Blau, Blau, ja, blau ist Pink, ziemlich angesagt. Blau, Wichtig ist Pink, nachher, ich sag's jetzt aber schon nicht mal, die gelbe. Okay. für die Gewinner, dass ihr mir dann flüstert, also eure Adresse flüstert, für die, die jetzt gewinnen, mir einfach auf Nautilus Aquaristik zuflüstern, adressetechnisch, wo ich es hinschicken darf. Gelb. Jens Werner sagt gelb. Kariert. Gab es auch mal. Das ist die blaue. Lumi, was hast denn du für eine Farbe? Du Sieht auch hast gut gelb, aus. ne? Ich habe gelb und weiß haben wir. Die sind jetzt nämlich neu gekommen hier. Die haben wir mal wieder bestellt. Sind leider ein bisschen teurer geworden, wenn sich einer eine gönnen möchte. Ah, schönes, helles, freundliches Schwarz. Schwarz. Blau. Die anderen habe ich schon. Wie lang darf die Koralle während einer Bearbeitung in der Luft sein? Das kommt auf die Koralle an, das denn. Also, wir haben ja gesagt, hier steht ja eine. Wir reden jetzt 2, 3 Minuten, das ist kein Problem. Also, was machen wir jetzt? Eine weiße Twitch auf jeden Fall, eine pinke. Blau, wir nehmen mal blau. Blau war eigentlich immer so die angesagteste von allen. Die drei hauen wir raus. Jetzt geht aber ich haue ja noch was raus. Jeder, der jetzt gezogen wird, kriegt zum Testen geschenkt hiervon jeweils ein. Hau ich mit raus. So, und dann gibt es noch was für die Gewinner. Jetzt mal gucken, wie ich es habe hier. Auf euren nächsten Einkauf kriegt ihr von mir 10% Rabatt. Da gibt es so einen Dankeschön-Gutschein. Den packe ich euch jeweils in ein Geschenk hier so mit rein. Das ist unser Giveaway für heute und das Dankeschön an euch, dass ihr so toll dabei seid, dass ihr so viele Abos geschmissen habt, dass ihr Bits raushaut, dass ihr uns supportet. Das ist mein Dankeschön an euch. Und wie gesagt, es gibt einen 10% Gutschein auf euren nächsten Einkauf. Ich schenke euch von Fauna Marine so einen Kleber. Haut ruhig dann mal raus, wie ihr damit klarkommt. Das würde mich freuen. Und halt eine Tasse. Es ist nicht zu beeinflussen, also freut euch einfach auf das, was ihr dann gewinnt. Wir können, also wir reden natürlich noch ein bisschen weiter. Ich lasse das stehen, weil diese Verlosung machen wir gleich zum Schluss. Gibt es, genau, also der Abend.
Vielen Dank für dein Abo, Neo, Leo. Grüße in die Schweiz, mein Lieber. Dankeschön. Dein Abo, 10. Monat schon. Vielen lieben Dank, mein Bester. Guten Abend. Wirft bald. Ja. Schweiz schicken. Der Schweizer gewinnt bestimmt, sag ich dir jetzt schon. Das wird Echt? teuer, dahin zu schicken. Ja, Schweiz ist teuer zu schicken. Ja, aber machen wir trotzdem. Ist ganz egal. Danke für den Support, Leute. Vielen lieben Dank. So, jetzt hast du gesehen, also die haben wir jetzt aufgesetzt. Das hält schon wieder. Die packe ich jetzt wieder ins Aquarium, ist wieder verkaufsfähig. Alles, was LPS ist, also Euphilia zum Beispiel, die muss man ein bisschen vorsichtig behandeln. Die sollte man eher so unter Wasser kleben, auch wenn man Ableger klebt, nicht so an die Luft halten und sowas. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Euphilia, also alles, was so zerplatzen kann. Kennt ihr eine Blasenkoralle? Lumi, kennst du eine Blasenkoralle? Ja, kenne ich. Blasenkoralle. Auch so ein Teil, was Bei nicht dir im groß. Schaubecken drin, in Genau, die riesig. grüne, ne? Die große, dicke, fette grüne Ja. mit den Bubbles. Sowas zum Beispiel. Also alles, wo man das Gefühl hat, um euch da ein bisschen zu helfen. Es ist wie ein Luftballon. Das sollte unmöglichst nicht aus dem Wasser gemacht werden. Bei einer Euphilie, die ich eben aus dem Aquarium rausgenommen hatte, zeige ich euch auch noch mal ganz kurz. Ganz kurz, Moment. Wo habe ich denn mal eine? Hier ist alles voll mit Euphis. Ich nehme mal eine raus eben. So. Also, wenn ihr eine Euphilia, also zeige ich euch jetzt mal hier Euphilia. Hier. Das ist Euphilia. Die müssen so zu sein wie hier. Ich hoffe, ihr könnt das schön sehen. Dann könnt ihr die auch im Moment an der Luft haben. Also bereitet halt zum Beispiel wieder mit Sekundenkleber das Teil vor. Klebt es kurz auf, dann kann die auch 3, 4 Minuten außerhalb des Wassers stehen, aber so muss die zu sein, richtig geschlossen, das ist ganz wichtig. Legt es halt vorher sonst in Wasser oder sowas rein, dass er schön zu ist und dann kann die hier auch ein paar Minuten an der Luft sein. Aber es darf nicht passieren, dass bei einer Euphilie diese Arme so drüber hängen, ja, also sei es, ihr habt die gerade rausgenommen, der Kopf ist noch nicht richtig zu, das hängt alles so schwabbelwabbel drüber, dann zerplatzen nämlich diese kleinen Ärmchen und dann ist sie tot. Da müsst ihr echt aufpassen. Und wichtig ist auch, wenn ihr Euphilia habt, seht ihr diesen Rand hier? Dieser Rand darf nie verletzt werden. Also auch hier immer sehr vorsichtig unten an der Koralle anfassen. Gerade schneiden haben wir gelernt, damit sie möglichst schnell Kontakt mit dem Kleber eingibt. Und dann ist es egal, ob ich Sekundenkleber nehme oder ob ich zwei Komponentenkleber nehme. Wenn er gut vorbereitet ist, ist das überhaupt gar kein Problem. Also wie gesagt, bei diesen Korallenarten niemals oben aufs Gewebe fassen, immer unten schön, dass man die Haut nicht verletzt, weil die ist überlebenswichtig. Wenn man die verletzt, ist das ganz oft ein Problem. So, dann haben wir noch Goniopora. Die hole ich auch mal eben. Ah, ich habe ein bisschen was zu laufen, ist auch schön. Der Lumi ist so entspannt auf seinem Stühlchen. Du Oh. hast es gut, mein Bester. Ich. Ja. So, was haben wir hier? Nee, die ist doof. Ja, da kannst du gleich mal hier Korallencheck machen. Da war nämlich gerade einer dabei, der geht's nicht gut. So, jetzt gucken wir mal hier. Also, Goniopora. Goniopora, ich hoffe, ihr kennt alle Goniopora, Alveopora. Das sind halt diese Teile, die sehen geschlossen halt so aus. Einfach wie so ein Stein mit ganz vielen Löchern hier. Ja, die sehen also richtig immer kacke aus. Und ja, hält fit, danke. Und hier ist es auch einfach, hier sieht man wieder so ein Baby, wenn die offen ist, hat die hier so lange Polypen und du hast halt hier echt so eine dicke Koralle, weil aus diesen kleinen Pöpselchen hier kommen ohne Ende Ärmchen raus und das bei Hazel-Eyes, wenn ihr da bei uns in der Gruppe guckt, da seht ihr das, wenn die postet oder auf Instagram, da könnt ihr halt genau sehen, mag der Korallenflüsterer. Naja, ich war eigentlich der, wie hieß es damals, Krabbler King, ne? Irgendwie so. Krabbler King. Krabbelkönig oder so ähnlich haben sie mich genannt. Auch hier, wie gesagt, wieder gerade Fläche, einfach gerade aufkleben. Die dürfen dann auch, wenn sie so zu aussehen wie hier, dürfen die auch länger in der Luft bleiben. Das ist alles kein Problem. Achtet also immer drauf, wenn ihr sowas klebt, was LPS-lastig ist, muss es komplett eingezogen sein. Dann ist es überhaupt gar kein Problem. Ne? Also dann könnt ihr eine Euphilia kleben, dann könnt ihr eine Goniopora kleben. Das geht alles. Die einfachsten zum Kleben sind Zoanthus, also Krustenanemonen. Da ist ja der Lumin-Fan von. Die sind ganz Weil cool, ja. Krustenanemonen, die kann man eigentlich sehr schön aufkleben. Ich hole mal eben eine. So, hier. Achso, was noch ganz wichtig ist, wenn ihr diese Korallen geklebt habt, Schneckenkönig, ja, irgendwie so war es, kann man hier sehen,
hier muss man eigentlich immer mal reinigen. Also sprich, diesen Plug muss man ein bisschen abbürsten. Ich muss das sowieso. Und hier seht ihr, hier hat man einen Stein genommen und hat den Stein dann auf diesen Plug geklebt. Ist aber nur ein Verkaufszweck, weil rein theoretisch könnt ihr diesen Stein natürlich mit diesen Zoas sofort selber einkleben. Da braucht man nicht so ein Gedönsel. Und da würde ich halt auch dann zwei Komponentenkleber oder sowas nehmen. Der Vorteil ist hier halt, also die waren auf dem Stein drauf, dann sind die wohl gesägt worden, die habe ich auch als Ableger gekauft. Und die können stundenlang an der Luft sein, weil, wenn das einige von euch eventuell noch nicht wissen, die werden auch manchmal trocken versendet. Die sind also gar nicht im Wasser, sondern werden nur mit feuchtem Papier in einen Beutel gepackt. Und dann werden die so in eine Folie eingeschlagen, manchmal auch. Also je nachdem, ob es Papier ist oder Folie, werden die eingeschlagen und können tatsächlich komplett ohne Wasser versendet werden. Haben wir auch von Vietnam damals so bekommen. Das waren Riesensteine, die halt ja nur so feucht transportiert worden sind. Und genau, der Björn schreibt, ein sehr guter Tipp, immer Brille bitte tragen oder vielleicht, wir sind es jetzt ja gewöhnt, Mund-Nasenschutz tragen, wenn ihr sowas mal zerschnippelt, zerschneidet oder wie auch immer. So, jetzt zeige ich euch noch eine letzte. Und dann würde ich sagen, starten wir das Giveaway, außer es kommen noch tonnenweise Fragen. Dann haut die halt raus. Das zum Beispiel ist. Ach so, wie kann man die denn jetzt kleben, die Zoas? Kann ich die Polypen einzeln kleben oder müssen die sich selber festwachsen? Ja, also wir haben ja die Möglichkeit, wir haben ja diese Korallenfalle gebaut, hat voller Erfolg bei Hazel Eyes funktioniert, hängt ja bei ihrem Nano-Aquarium. Ich habe nur keine zum Zeigen gerade. Hattest du jetzt auch eine bekommen? Ja, ne? Immer noch nicht? Nee, noch nicht. Wir haben uns ja, ich war ja außer Gefecht und da hatten wir uns ja nicht gesehen. Ich glaube, ich hatte aber eine für dich noch. Könnte sein, dass sie bei Hazel Eyes liegt. Ich glaube, ja, irgendwas war da. Ja. Also da haben wir es halt so, diese Falle, das müssen wir mal extra zeigen. Da kannst du die dann einfach reinschmeißen auf den Plug und dann wachsen die selber auf dem Plug fest, ohne dass du sie kleben musst. Wir haben das jetzt mit Scheibenanemonen gemacht, zeige ich auch noch gleich mal zum Abschluss. Die mussten wir auch nicht kleben, zeige ich gleich mal. So, hier morgen, diese wird morgen fragmentiert. Hier gehe ich also auch wieder bei, plug das hier runter, also mach das hier ab. Säge das dann rum und mache dann halt kleine Ableger von. Weil die großen will irgendwie keiner haben. Ist okay. Den Leuten zu teuer. So, und jetzt schneide ich die halt, lass die dann wieder zuwachsen und dann kannst du irgendwann kleine dann, was weiß ich, für 29,90 oder so, werden wir dann rote Gonios verkaufen können. Ne, also das heißt, wir machen hier halt immer dann Ableger von. Bleibt uns nichts anderes übrig, weil so müssten wir 130 Euro nehmen. Ne, und so können wir sie dann etwas günstiger verkaufen. Marc, deine großen Schnecken lassen sich wahnsinnig gerne an die Strömungspumpe. Ja, das kennen wir. Ich habe wohl auch gelesen, manche Schnecken ruppen dann die geklebten Korallen und so auch ab. Das kennen wir auch natürlich, dass man da immer so eifrige Einsiedlerkrebse hat oder was auch immer, was gerne mal wieder was runterschmeißt. Muss man dann halt einfach nachkleben. Es bleibt leider nicht aus, dass man da dieses Problemchen hat. So, jetzt zeige ich euch noch zum Abschluss mal. Wenn gleich Fragen kommen, gucken wir noch kurz und wenn nicht, dann machen wir die Verlosung. Dann sind wir zeitlich, glaube ich, ganz gut, Lumi, oder? Ja, sind wir drüber? Ja. Nee, ne? Nö, alles gut. So, hier könnt ihr sehen, die ist nicht geklebt. Die hat sich, das ist eine rote mit weißen Stripes. Merkt euch schon mal die 285, weil die wird dann in demnächst im Shop kommen. Die ist feuerrot und hat, wenn die offen ist, weiße, marmorierte, kleine Stellen hier, Streifen. Und die haben wir nicht geklebt. Die hat sie tatsächlich in dieser Korallenfalle gehabt. Das hat, weiß nicht, Hazel Eyes, wie lange hat es gedauert, bis sie fest war. Die haben sie auch plakativ gleich schön hier Bob draufgesetzt. Ob sie natürlich bleibt, weiß ich nicht. Aber für uns für den Verkauf toll, weil wir mussten es nicht kleben. Und diese Dinger kann man halt schlecht kleben. Die kannst du nur kleben, wenn ein Steinchen drunter ist. Aber die waren lose. Was ist die 285? Das ist eine knallrote Discosoma. Die ist jetzt zu, weil das Licht natürlich aus ist. Wenn die offen ist, siehst du den Plug halt nicht mehr. Ne? Und die haben wir nicht geklebt, sondern die haben wir in dieser Korallenfalle. Einfach hat sie die da reingeschmissen. Da gibt es auch ein Video von. Haben wir bei TikTok hochgeladen. Findet ihr unter Nautilus Aquaristik bei TikTok. Da könnt ihr das sehen. Da haben wir das so ein bisschen gezeigt. Und da hat sie sich jetzt hier festgemacht. Und so eine Korallenfalle ist noch bei Hazel Eyes für dich, dass du das auch mal... Also da ist halt toll, wenn ihr das mal filmt, damit wir das mal zeigen können auch. Ja. Genau, das machen die ja normalerweise auch. Für uns war das nur die Lösung. Oder wenn ihr zu Hause so Dinger da lose rumfliegen habt, dann gibt es halt diese Korallenfalle. Du machst dann einfach diesen Plug da rein, legst die Scheibenanemone drauf und dann kann die sich selber da festmachen. Und bevor sie abhaut, gibt es noch einen Deckel drauf. Da haben wir halt festgestellt, okay, Deckel drauf. Die erste Zeit ging es gut und dann fingen sie an, langen Hals zu machen,
weil sie zu wenig Licht gekriegt hat, aber dann war sie schon fest und dann hat sie den Deckel abgemacht und dann war alles toll. Dann hat sie zwar oben aus diesem Teil so rausgeguckt, weil sie zum Licht wollte, aber sie sitzt, wie ihr sehen könnt, hier drauf. Das ist die. Wir werden auch mal, wenn wir mal einen Stream machen und ihr sagt, Mensch, wir würden gern mal Korallen aus der Nähe sehen, die wir im Shop haben, können wir das machen. Dann kann ich so eine kleine Auswahl machen, könnt ihr euch angucken, die werden vorher im Shop hochgeladen, dann könnt ihr die da auch bestellen, wenn ihr wollt. Also so eine Art Live-Sailing kann man dann schon sagen, aber ohne hier irgendwelche Versteigerungsgedönse, sondern ich zeige euch das dann einfach und dann könnt ihr die bestellen. Die ist jetzt leider komplett zu, Licht aus, das ist eine Metallic-Türkis-Blaue, 271 wird es werden, hat sich auch hier wunderschön festgeklebt, selber, ja. Und das ist so die Korallenfalle, die wir uns da ausgedacht haben. Voll witzig. Ja. Ja, Da sehr gibt's schon gute wieder, Erfindung. Patrick Haufe, Servus, der uns ein Abo geschenkt hat. Lumi, kannst du mal gucken? 16. Monat oder habe ich mich verguckt da gerade? Nee, ist richtig, 16. Monat ist. Vielen lieben Dank, lieber Patrick. Vielen, vielen, vielen Dank. Und auch mit dem Prime Gaming Abo, was nichts kostet für die Jungs. Ja, ne? Nö, ich glaube, es ist normales. Normales sogar. Oh, danke, danke. Danke, danke. Ich bin auch mal ganz stolz auf Chris Harty. Chris Harty ist unser zwei Stufen. Also es gibt ja mehrere Stufen. Abo-Stufe 1 und Chris macht immer Abo-Stufe 2. Was ist der Unterschied? Abo-Stufe 2 hat ein bisschen mehr Emojis und unterstützt uns einfach mehr, weil das halt ein bisschen mehr Wert hat. Und dann gibt es, glaube ich, noch Abo-Stufe 3, ne? Aber Drei gibt es auch noch, ja. das macht, glaube ich, kaum einer. Kostet 25 Tacken oder so. Ich glaube ja. Das ist ein Wort. Also ich freue mich ja schon über alle Prime Gamings und so, weil ich suche auch immer jeden Monat einen raus, wo ich, mach mal, ich mache mal unser Duett eben an. Ich suche auch immer einen raus. Wo sind wir? Da. Zack. Ich suche auch immer jemanden raus, den ich besonders gerne mag. Phil Calzone und wie sie alle so heißen. Und da schenke ich dann auch mal mein Abo hin, bevor ich es irgendwie versauern lasse, ist es halt so. Ist mega mit der Korallenfalle, toll, dass es so gut funktioniert. Ja, hätten wir auch nicht gedacht, war echt ein Test, auch für uns, aber besser als gedacht. Und jetzt können wir es halt noch irgendwie verfeinern, größer machen, wie auch immer. Ich hoffe, wir zeigen euch das mal. So, habt ihr noch Fragen, bevor wir verlosen? Weil wenn wir verlost haben, sind wir für heute erstmal durch und würden uns nächste Woche wiedersehen. Erik, Prime, Dankeschön, im vierten Monat. Vielen lieben Dank, lieber Erik. Danke, danke. Auch schon im vierten Monat. Dankeschön. Danke für euren Support, ihr Lieben. Du guckst noch ein bisschen, ob es funktioniert. Ja, genau, ich gucke gerade. Du kannst einfach noch mal ein bisschen weiter quatschen. Ja, genau. Wir testen nämlich gerade unser Prinzip, wie wir das verlosen können. Ob das so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich Das ist immer neue Entdeckungsphasen noch. Aber das macht ja das Tolle so aus, weil wir Twitch ja noch nicht wirklich ausgelastet haben. Wir haben noch so viele Möglichkeiten. Ja, nutzen wir das, wenn ihr Fragen habt noch irgendwie zum Kleben, sonstiges. Oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ey, der hat da überhaupt nicht drüber gesprochen. Mann, was ist das? Übrigens fällt mir auf, wir müssen bei Kai-Uwe die Öffnungszeiten ändern. Samstag sind wir von 10 bis 14 Uhr da, nur dass ihr das wisst. Nicht, dass ihr drauf guckt, da steht ab 9 und ihr steht vor der Tür. Nein, ab 10, das haben wir geändert. Weil Oh ja, ab stimmt. 9 Uhr war ein bisschen früh. Was wird Warum verlost? Bin wolltest du mal gerade erst ausfahren? rein. Ausschlafen? Ja, genau. Also, wir verlosen drei Preise, die beinhalten einmal Korallenkleber von Fauna Marine, dann eine Tasse. Wir haben drei Farben, einmal blau, pink und eine weiße Twitch-Tasse. Und es gibt einen Gutschein mit 10% Rabatt auf den nächsten Einkauf. Der gilt bis 31.12.2022. Bis dahin solltet ihr den eingelöst haben. Das verlosen wir als kleines Giveaway und Dankeschön für eure Unterstützung und dass ihr immer so toll dabei seid. Top-Quote heute, ja, sehr schön. Ich hoffe ja, dass die Quoten noch höher werden. Wir müssen die 75 schaffen, weil dann sind wir eine Stufe weiter bei Twitch. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Ich habe heute auch mit Claude telefoniert. Der ist mal wieder ziemlich im Stress, der Junge. Lumi wird verlost. Nee, da wird die bezaubernde Partnerin was dagegen haben. Was? Ich werde verlost? Lumi wird verlost, sagt Björn gerade. Wandert mit Augen zu, mit dem Finger mit dem Bildschirm. Ach so, ja. Genau, nee. Ja, wir haben übrigens gar nicht mit aufgenommen, ne? Ist dir das aufgefallen? Doch, haben wir. Haben wir? Okay, ich Ja. habe nicht dran gedacht. Du?
Ja, ich habe Sehr dran schön. gedacht, tatsächlich. Sehr gut. Wir laden es dann wieder bei YouTube hoch. Wir schauen mal, wie viel Hater es dann gibt wieder. YouTube ist unser Hater-Kanal. Ab 75 Zuschauern kommen wir in die wie nennt man das, Partner. Partnerschaft von Twitch. Was mich da genau erwartet, weiß ich noch gar nicht. Phil, wow, wirklich coole Aktion. Schaue wirklich sehr gern zu. Das freut mich sehr. Dankeschön. Affiliate sind wir dann. Das heißt, irgendwas ist dann nochmal geiler für mich in Zusammenarbeit mit Twitch. Ich selber habe es mir noch gar nicht durchgeguckt. Ich weiß nicht, ob Lumi da mehr weiß als ich. Du bist ja schon ein bisschen länger als Admin bei anderen Kanälen unterwegs. Und übrigens schuldet Lumi mir immer noch den Aqua-Simulator. Du weißt, ich nerve dich so lange, bis du das Ding da endlich auf die Kette gekriegt hast. Hast du da jetzt schon was verändert an deinem Programm? Tatsächlich noch nicht. Danke, Aber danke, Pappe. Pappe? Ja, Papa? Papa hat gesagt, Ach, Prime suche Pappe. ich dann noch raus, bekommst du natürlich. Vielen lieben Dank. Das ist sehr, sehr ehrenhaft. Ja. Nochmal zum Kleben. Achtet bitte also nochmal drauf. Wenn ihr klebt, versucht bitte, das Gewebe der Korallen nicht mit einzukleben. Bei Gorgonien ist es so, wenn ihr diese Gorgonie habt, ich kann jetzt leider keine mal eben so abschnüppeln, weil alles dunkel ist und Kai-Uwe schläft schon, ich will da nicht drum fummeln, da haben wir große Gorgonien. Bei Gorgonien, also Gorgonien sind diese astförmigen, die wir da gerade hatten, da müsst ihr mal schauen. Wenn ihr die abschneidet mit der Schere, geht ganz einfach, dann müsst ihr mit einem kleinen Cuttermesser oder sowas mal die Haut vorsichtig abschneiden. Ihr werdet sehen, dass innen drin bei einer Gorgonie so ein schwarzer Ast ist, wie von so einem Baum. Ja? Und diese Haut einfach rundherum vorsichtig aufklappen, also vorsichtig einschneiden mit dem Cuttermesser aufklappen und dann könnt ihr diesen kleinen, dünnen Ast halt in so ein Loch mit Sekundenkleber einkleben. Und diese Haut, die man so abgeschnitten oder aufgeklappt hat, die legt man dann einfach hier drüber und dann wächst die direkt da drauf. Ja, das ist ganz wichtig bei Gorgonien. Gorgonien dürfen nie mit der Haut in so ein Loch gesteckt werden oder auch nicht in die Steine oder so. Weil ich zeige jetzt nochmal eine Gorgonie, was ich damit meine, weil es sind ja vielleicht auch Zuschauer dabei, die das nicht wissen, wovon ich da rede. Und hier habe ich, glaube ich, sogar eine nicht so schön geklebte, wie man es nicht machen sollte. Ja, genau, hier kann ich euch das mal zeigen, weil die habe ich nicht selber geklebt. Das war der liebe Chris. Und hier zum Beispiel zeige ich euch jetzt mal einen klassischen Klebefehler. Oh, nee, ich muss korrigieren. Die hat schon eine Haut drüber. Also hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich kann es jetzt nicht richtig erkennen, aber ich glaube, die hat hier schon eine Haut drüber. Also hat er das hier genauso gemacht. Das heißt, wenn wir hier diese Gorgonie haben, das ist echt Friemel. Stellt euch vor, Kabel abisolieren. Kennt ihr, ne? Dann hast du ja das Kabel drunter. So, und hier klappt man das halt auf. Und ich muss korrigieren. Also ich habe ihm Böses getan. Das ist hier schon alles drüber gewachsen. Hier ist schon diese Haut jetzt. Das heißt, er hat die Achso, warte auch mal, Moment. aufgeklebt, drüber gesetzt und jetzt ist die hier schon über diesen Puppel gewachsen. Ich selber finde das jetzt nicht ganz so schön, weil hier so ein dicker, fetter Kleber ist. Deswegen würde ich hier mal empfehlen, wenn dann schöneren Stein nehmen oder halt dann einen kleineren Plug, so wie hier, wo ihr das dann einfach so mit Sekundenkleber einsetzen könnt. Haut überlappen lassen, dann wächst das wunderbar fest und wenn die halt groß sind, dann schneidet ihr einfach die Äste und Arme so ab. Ne? Ja, so abisolieren, ne? Aber diese Haut darf man halt nicht wegschmeißen, sondern die klappt man dann halt einfach auf, sodass sich das hier schön drüber wächst. Also das habe ich jetzt erst gesehen. Unter Wasser sah es eben ein bisschen komisch aus. Man darf die also nie einfach so irgendwo da reinfummeln, weil dann gammelt euch das Ding weg. So, hier sind unsere kleinen. Ich zeige es nochmal für die, die dazugekommen sind. Unsere Special 3D-Druck-Plugs. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen. Da hat er ganz feines Ästchen genommen und die Haut wächst schon auf dem Teil drauf hier. Das sind die Gorgonien, die sind halt knackig rot und haben ganz, ganz leuchtend gelbe Polypen. Wäre eigentlich auch was für Hazel-Eyes. Das ist eine mega Farbe, wenn die aufgehen. Wächst super gut, muss man sich nicht groß drum kümmern. Und wer solche Ableger bei mir kauft, fördert einfach diese Gorgonie. Minella heißt die. Die gibt es nicht so oft. Ganz, ganz selten geworden. Deswegen sind diese auch recht teuer. Also 29,90 muss man tatsächlich für so ein Pimmelchen hier rechnen. Aber es gibt sie kaum noch. Und sie wächst super gut. Feucht, das neue Leitwort beim Kleben. Genau. Man kann auch sagen, feucht. Kleben Sie alles feucht. Dann wird's was. Ah, oh, je. Kämpfst du noch? Ja, aber wir machen das anders. Ich habe da eine andere Idee.
Dann mach mal deine Idee. Machen da eine andere Idee, weil es mir gerade hier nicht geht, so wie ich das will. Ist aber überhaupt kein Problem. Das ist gut, wenn du das sagst. Aber es gibt ja, wenn Probleme nur die wir lösen, ne? Wenn ich so an manche Streams denke, wo wir da einen Zusammenbruch hatten, wie das eine Mal. Sound für ein Popo, Bild für ein Popo. Ja, in So, der da Tat. bin ich wieder. In der Tat. Björn nimmt einer, jawohl. Wir haben 5, 6 Stück, glaube ich, neu. Müsst ihr mal gucken dann. Sind auch noch nicht im Shop, die hatte ich erst rausgenommen. Genau. Der Lumi macht da gerade noch eine Programmierung. Ich probiere das hier gerade noch zu lösen. Na komm her. So. Da manche einen 5-Sekunden-Timeout gekriegt. Ah, wieso? Weiß nicht. Ach, das feuchte, ach, wegen Pimmelchen, okay. Das ist ein Automatik-Twitch oder war es einer von den Mods? Nee, Das P-Wort. ja, genau, das, Moment, das machen wir hier Jetzt gerade mal aus. muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid bei Twitch angekommen. Ihr habt einen Timeout kassiert. Jeder, der bei Twitcher sein will, muss mindestens einmal einen Timeout kriegen. So, und jetzt funktioniert das nämlich auch so, wie ich möchte. Also, das mit dem Giveaway funktioniert folgendermaßen. Ja. Ich werde das einmal kurz testen. Und zwar schreibe ich jetzt hier mal in den Chat Test. Ich sage noch ganz kurz Danke an den lieben Papa 78 für zweite Monat Abo. Dankeschön mit Game Priming, Prime Gaming, wie auch immer. Was für ein P-Wort. Nee, das hat kein Mod gemacht, das macht Twitch tatsächlich. Wenn ihr manche Wörter benutzt, gibt es so einen Filter drin und dann kriegst du einfach mal ein Timeout für ein paar Sekunden. Also nicht wundern. Aber jetzt herzlich willkommen, ihr seid echte Twitch-Zuschauer, weil nur mit einem Timeout gehört man zu Twitch. Ich glaube, ich habe auch mal eingekriegt irgendwo auf dem Kanal. Das ist so Kult. Also nicht jammern, weinen. Wegen ein Spam, genau. Das kommt immer darauf an, Genau. was man so schreibt und das filtert dann raus. Okay. Keyword, ich lache mich schlapp. Ja, was ist das Wort des Abends, ne? So, was müssen wir jetzt tun? Was müssen wir Ja, tun? also wir machen das jetzt folgendermaßen. Und zwar, es wird ein Codewort in den Chat geschrieben. Wir lassen das Ganze 1 oder 2 Minuten laufen. Was meinst du? Machen ruhig 2 Minuten. Soll ja Zwei spannend Minuten. sein, ne? Also wir Ja, machen das mach. ja pro Tasse, ne? Einmal. Oder ist das alle einmal durch und dann gibt es 3 Gewinner oder wie ist das? Das können wir uns überlegen. Also entweder wir machen das so, dass wir einmal anmelden und Danke dann soweit. dreimal ziehen, oder wir machen das Ganze pro Tasse. Ja, ist pro Tasse ist doch spannender, oder? Können das pro Tasse machen? Ja. Die Frage ist dann, was mit den Leuten, die schon was gewonnen haben, wenn die Ach dann so, können gezogen die dann werden? nochmal gewinnen? Ja, Dann müssen wir es theoretisch. einmal durchziehen. Nee, Genau ich finde, das. jeder sollte eine Chance. Doppelt Gewinn ist Genau, doof. deswegen würde ich auch sagen, wir machen das so. Einmal kann sich jeder registrieren und dann ziehen wir. Ja, du erklärst das nochmal. Also, wir haben jetzt gerade nochmal für den Chat beschlossen, wir hauen jetzt diese 3 Tassen mit einmal raus, richtig? Ich muss immer Genau. so nach rechts gucken, weil ich den Lumi da auf dem Ja, Bildschirm alles habe. gut, du brauchst mich gar nicht angucken, alles gut. Das macht man so automatisch irgendwie, wenn man miteinander redet. Also wir hauen jetzt diese 3 Tassen raus. Der Lumi erklärt das gleich nochmal. Das läuft dann 2 Minuten. Wir labern noch so ein bisschen und dann werden wir feststellen, weil das machen nicht wir, sondern das macht der Kanal Twitch. Das, ja, schreibt schon einer, na, feucht ist das Keyword. Dann hauen wir gleichzeitig diese 3 Tassen raus. Die 3 Gewinner, die das sehen, dass sie Gewinner sind, wir sehen das ja auch, wer Gewinner ist. Die flüstern mir dann ihre Adresse, beziehungsweise können auch sagen, nee, ich hole den Preis ab bei dir im Geschäft, je nachdem von euch. Es sind ja auch ein paar dabei, die regelmäßig bei mir einkaufen, habe ich gesehen. Aber wenn jetzt einer online bestellen möchte oder so, dann schicke ich das natürlich zu. Das sehen wir aber gleich, wer gewinnt. Ich übergebe jetzt mal an den Lumi, der jetzt einfach sagt, was ihr tun müsst. Nochmal so im Ganzen. Hau rein. Genau. So, und zwar, wir machen das jetzt folgendermaßen. Also, ich gebe gleich ein Codewort vor. Das wird in den Chat geschrieben. Wir haben 2 Minuten Zeit. Nach diesen 2 Minuten werde ich das Schreiben im Chat unterbinden, dadurch, dass ich einen sogenannten Emote-Only-Modus anschalte. Sprich, es können dann nur noch Emotes gepostet werden in dem Moment. Dann ziehen wir die Gewinner. Und die melden sich dann bei dir im Chat.
Genau. Die können mich anflüstern, also die können natürlich alle Hurra und so weiter im Chat. Wichtig ist, dass ihr mir eine Flüsternachricht schickt. Einfach, ja, ich hole es bei dir im Geschäft ab oder bitte sende es mir an folgende Adresse zu, dann machen wir das fertig. Das wird, wenn ihr Glück habt, morgen noch rausgehen, wenn wir es versenden oder halt frühestens nächste Woche. Also da bitte ein bisschen Geduld. Jetzt gucke ich mal, was wir morgen so zu tun haben. Vielleicht hauen wir den auch gleich morgen raus, wenn es für den Versand ist. Wichtig ist, die Gewinner, die weiter wegkommen, dass ihr mir bitte euren Namen mit Adresse zuflüstert bei Twitch. Ich hoffe, ihr habt das alle verstanden. Wenn ihr es verstanden habt, haut mal eine 1 rein. Ich hoffe, alle kriegen das gebacken. Genau, da kommt schon die Frage, wie geht Flüstern? Wir warten jetzt ganz kurz, alle, die die 1 reinhauen. Chris Harty, hi, ist auch noch da. Ja, sieht gut aus. Sehr Sehr schön. cool, sehr cool. Ja, Existenz, mein Lieber. Ich hoffe, dein Technikbecken läuft bald. 1, 1, 1, überall Einsen. Sehr schön, haben alle verstanden. Wie geht Flüstern? Ich muss gerade selber überlegen, warte mal, wie es vom Handy aus ist, wenn ich flüstern möchte. Wenn man auf das Haupt, also wenn man aus dem Stream rausgeht und ihr habt jetzt andere Kanäle, die ihr folgt, dann findet ihr auf dem Handy oben so eine Art Dashboard. Da seht ihr eine Kamera, also so ein Kamerazeichen. Dann seht ihr so eine Box, das ist von Twitch meistens. Und dann seht ihr so ein kleines Viereck oben rechts mit so ein Sprechblase, nenne ich es mal. Die ist nur leicht viereckig. Da klickt ihr drauf und dann sucht ihr halt Nautilus Aquaristik und dann flüstert ihr mir zu. Sollte es Probleme geben, dass ihr es nicht findet, manche von euch kenne ich ja auch. Also bitte keine Panik. Im schlimmsten Fall könnt ihr mir dann auch auf Facebook kurz eine PN schicken. Also keine Panik, wir kriegen das schon raus. Bizepsabriss, weil wüsst ihr zum Beispiel nicht, wer es ist. Gelesen habe ich ihn schon mal. Chris Harty ist natürlich Inventar. Solveig auch schon mittlerweile. Das denn kenne ich. Neo, klar, mein Schweizer, der immer noch den Käse mitbringen muss. Uwe Klausi kenne ich natürlich auch. Also die meisten von euch kenne ich ja. Und wie gesagt, Susanne, solltest du gewinnen, keine Panik. Im schlimmsten Fall schreibst du es mir einfach nochmal. Ich habe ja deine Daten auch im Shop. Bist ja bei mir gemeldet, aber das erleichtert mir das alles ein bisschen. Einfach Add und ein N schreiben. Siehst du, guck mal, der Overlich King weiß noch viel mehr als ich. Ich bin eher Twitch-Streamer als Twitch-Nutzer, muss ich immer wieder sagen. Von daher weiß ich auch immer nicht alles. Ist leider so. Ich hole es am Samstag ab, wenn er es gewinnt. Okay, gut. Willst du loslegen? Genau, wir fangen einfach mal an. Und zwar, ihr haut bitte in den Chat das Keyword Nauti, klein geschrieben Nauti, einfach in den Chat. 2 Minuten laufen Nauti. ab jetzt. Nauti. Das haut ihr jetzt in den Chat. Genau. Nauti, Nauti, Nauti. Haut in die Tasten, Leute. Jeder einmal, ne? Jeder, genau, Einmal. die können das mehrfach reinhauen, das, Aber es bringt nichts. Also es nee, bringt das bringt nichts. nichts. Einfach einmal Nauti. Wir warten jetzt. Ihr habt 2 Minuten Zeit. So werden alle wach, auch die im Hintergrund sind. Wenn es was zu gewinnen gibt, ne? Immer rein Ja. in die Tasten. Dann sehen wir auch wenigstens mal, wer alles so zuguckt. Sind bei 50 im Moment. Oh, 50 toll. Augen. Sehr geil. Ja. Ihr könnt auch gerne konstruktive Kritik in diesem netten Ton, nehme ich das alles gerne an, wenn euch irgendwas auffällt, was wir besser machen können oder irgendwas nicht so dolle ist, immer gerne raushauen. Wir leben ja oder wir, wie soll ich sagen, wir verbessern uns ja hoffentlich auch mit jedem Stream irgendwie. Es gibt immer mal irgendwie was, was man übersieht, vergessen hat oder wie auch immer, aber dafür ist es halt auch einfach live, ne? Ja, in der Tat. So, sind einige, die das Keyword reingehauen haben. Die Trolle werden immer wach, ja. Aber die ploppen meistens immer auf YouTube auf, haben wir festgestellt. Ist halt so ein Portal, wo arme Seelen ihren Senf verteilen müssen, wenn sie selber keinen Erfolg haben. Ihr wisst ja, Neid muss man sich erarbeiten. Obwohl ich das immer gar nicht vorhabe. Wir machen einfach unsere Streams. Wer sie schön findet, darf da natürlich gerne zuschauen. Und wer es nicht mag, kann ja auch weitergehen auf anderen Kanal. Aber ja, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Dir auch, ne? Auch wenn wir heute Ja. gar nicht so einen Megastalk hatten, aber war trotzdem, ist immer schön, wenn jemand dabei ist. Dann ist das nicht so einsam, ne? Dann kann man immer mal so ein bisschen hin und her quatschen. Ja, so ein feuchtes Gespräch ist doch immer gut. Ja. Der Sound ist manchmal etwas leise. Was heißt manchmal? Heute? Also wir haben jetzt ja extra hier uns aufgerüstet. Es dürfte eigentlich nicht so leise sein. Die Frage ist, welcher Sound? Genau, welcher Sound? Ja, also manchmal muss man tatsächlich auch einfach selber nochmal Gas geben. Ich habe das bei manchen Streamern auch, weil wir haben jetzt hier schon volle Pulle. Wie ist es? Haben wir noch ein bisschen?
Wir sind. Moment, wo ist es jetzt? Genau, die 2 Minuten, die sind um bei mir. Und jetzt machst du nur den Emote-Chat Richtig, an. genau. Das Jetzt heißt, kann ihr keiner könnt mehr jetzt nicht rein. schreiben, genau. Jetzt könnt ihr nur Genau, noch. es können nur Emotes gesendet werden. Und zwar Spannend. ziehen wir jetzt die erste Person. Okay. 3, 2, 1, los geht's. Ich bin gespannt. Rainer Bruns Rainer Bruns hat gewonnen. ist jetzt gezogen worden, ne? Ist gezogen worden. Rainer Bruns hat gewonnen. Okay. Eine Tasse. Herzlichen Glückwunsch. Genau, da haben wir jetzt hier. Ich Nehme jetzt schreibe einfach mir mal das die mal mit hier. auf, parallel. Ja. Genau. Du hast jetzt, ich nehme jetzt irgendeine. Du hast die blaue gewonnen mit dem 10% Gutschein und dem Reef Tool von Fauna Marine, schöner Korallenkleber. Rainer Bruns. Bist du denn da, Genau. Rainer? Muss er, ne? Da ist er. Seesterne. Ja, herzlichen Glückwunsch, mein Sehr Bester. gut, sehr gut. Vielen Perfekt. Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Und Du viel dich Spaß hoffentlich mit der auch. Tasse. Das ist deins. Ich muss mal eben, Dumi, unterhalt mal die beiden, Ja, alle mache da. ich. Ich Wenn muss mir mal einen Stift vorhanden, holen und ja. das notieren eben, Ja, draufschreiben, sehr gut. dass er auch das Richtige kriegt. Wenn vorhanden, Facebook oder Instagram, gerne ein Bild mit der Tasse posten und Ja. Nautilus Aquaristik verlinken. Ganz, 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 ganz wichtig. Allgemein, wenn ihr Bilder von euren Becken habt, Instagram, ruhig mal Hashtag Nautilus Aquaristik oder auch Nautilus Aquaristik direkt verlinken. Gibt dann gerne auch mal ein Like zurück. Genau. So, Rainer Bruns, ne? Ich schreibe mir das mal Genau, auf, Rainer Bruns. damit Rainer der unterstrich Bruns. liebe Rainer auch die richtige Tasse bekommt. So, lieber Genau. Rainer, nochmal herzlichen Glückwunsch. Genau, This is perfekt. yours. Du hast jetzt die blaue. Ich habe jetzt einfach mal reingegriffen. 10% Gutschein auf deinen nächsten Einkauf. Korallenkleber. Ja, vielen lieben Dank und herzlichen Glückwunsch an dich. Genau, Und jetzt und ziehst du noch einen, oder wie? dann ziehe ich die zweite Tasse, genau. Das ist ja geil gemacht, ne? Das ist ja geil. Wir nehmen Der. jetzt mal. Machen wir. Hast schon? Ja, habe ich gerade schon. Björn hat gewonnen. Genau. Björn hat jetzt die Twitch-Tasse. Twitch-Tasse hat er. Einmal Klebe, einmal 10% Gutschein. Auch für dich. Herzlichen Glückwunsch, Björn. Sehr Glückwunsch, cool. Glückwunsch. So, Viel warte. Spaß auf jeden Fall damit. Ist denn Björn noch da, wäre die Frage. Ich glaube ja. Gucken wir Chris mal. Harty wird sich jetzt totlachen, weil das sein Arbeitskollege ist. Ja, ist noch da. Der wird der Björn jetzt immer, wenn die sich dann online sehen, weil die machen ja immer hier Online-Konferenzen, wird Björn jetzt immer mit dieser Tasse vor ihm trinken. Kommt zu Ja. Twitch, kostet nix. Kommt zu Twitch, kostet So, nichts, und jetzt haben wir genau. noch die Pinke. Jetzt bin ich gespannt, ob man ein Mädel gewinnt. Die Pinke, 3, 2, 1. Wir losen die letzte Tasse vom heutigen Abend aus. Ah, Die letzte spannend. Tasse hat gewonnen. Christian P90 Genau. sehe ich hier gerade. Ja, ist richtig. Ein Sehr reiner gut. Männertraum heute. Bist Es du tut mir auch leid, liebe da? Mädels. Christian P90, bist du da? Schreib mal auch ein Emote bitte, ein Herz, irgendwas, dass wir wissen, dass du da bist. Christian P90. Ich sehe ihn noch nicht. Ich Weil ich auch würde nicht. sagen, wenn er nicht da ist, Wenn er nicht da ziehen ist, wir ziehen wir noch weiter. mal, würde ich Ja. sagen, ja. Damit wir auf jeden Fall heute noch die Kontaktdaten kriegen. Ja. Nee, es wird live. Er muss schon dabei sein. Es soll ja eine Belohnung sein für die Zuschauer, die da sind. Und wenn Richtig. man nicht da ist, hat man Pech gehabt. Wir sind mal so Genau, wenn du böse. auf dem Rechner mal schaust bei dir, dann siehst du da, wie viel Zeit vergangen ist seit dem Ziehen. Alles Wir sind jetzt klar. bei 50 Sekunden. Ich würde Okay. sagen, wir warten noch so 15, 20 Ja. Sekunden. Wenn Und nicht, ziehst dann du neu. ziehen wir nochmal. Christian P90, nicht zu sehen. Christian-P90, bist du da? Ja oder nein? Komm, jetzt muss man mal Mädel gewinnen. Mal schauen, was der. Wir können es nicht beeinflussen, das ist ja so ein Tool. Tut mir leid, leider nicht da. So, wir ziehen Wir ziehen neu. nochmal. Also, Pink, 10% Gutschein und eine Klebe. Da haben wir Berlin Jim, Berlin Jim. Jim, Berlin Jim, bist du da? Berlin Jim, bist du da? Ich glaube, der ist noch da. Der hatte eben eine 1, Ah, da ist er. da ist er. Da ist er. Glückwunsch, mein Lieber. Geht das dann auch nach Berlin? Darf ich das fragen? Berlin Jim? Eigentlich schon, oder? Ist bestimmt wieder irgendeiner, den ich kenne. Bestimmt. Der hat sogar ein Bild, sehe ich da. Wir haben alle drei Tassen verlost. Dementsprechend würde ich jetzt Emote-Only einmal wieder rausnehmen, sodass wieder Dass ihr normal schreiben geschrieben könnt, werden ne? kann. Und los geht's, ihr könnt wieder schreiben. Berlin Jim. Berlin Jim. Ja, herzlichen Glückwunsch an alle.
Ja, geht nach Berlin. Ja, sehr schön. Das kriegen wir Ja, doch hin. wir hoffen, dass ihr Spaß hattet Ja, das hoffe ich natürlich auch. am Stream, am Ich hole mal eben wieder Gewinnspiel einen zum Zettel. Schluss jetzt natürlich. Ja, wenn ihr diese, ich zeige das jetzt natürlich nicht, wenn ihr diese Gutscheine bekommt hier, habt ihr auf der Rückseite dann einen Gutscheincode. Den könnt ihr dann, wenn ihr dann bestellt bei mir, einfach in Gutscheincode eingeben und dann werden diese 10% von eurem Einkauf abgezogen. Das ist egal, was ihr kauft. Wichtig bitte nur dran denken, Lebendtier und Hardware ist bei uns getrennt. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden, was ihr machen wollt. Ob ihr sagt, okay, ich möchte Hardware einkaufen mit 10% oder Lebendtier mit 10%. Betrifft nicht die Versandkosten oder sonstiges, sondern es geht nur um den Wert der Tiere, des Tieres oder halt, was weiß ich, wenn einer ein Paket Salz kauft oder so. Ne, darauf kriegt ihr dann diese 10%. Also immer auf den gesamten Einkauf einmal. Gilt bis 31.12.2022. Ist ein kleines Gimmick von uns. Und wie gesagt, das könnt ihr dann einfach einlösen. Ja, Kann der auch bei dir im Laden eingelöst werden? den können wir auch bei uns hier im Laden einlösen. Das ist gar kein Problem, ja. Das kriegen wir hin. Bei Björn oder so ist das kein Problem. Das kriegen wir hin. Ja. So, ich gucke mal wieder in den Chat. Glückwunsch an alle. Genau, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch eine kleine Überraschung, dass wir das gemacht haben. Da hat ja keiner mit gerechnet. Ich habe auch gesagt, erst ab einer bestimmten Zuschauerzahl hauen wir das raus, weil ist ja auch, wie soll ich mal sagen, ich verschenke das aus eigener Tasche. Das ist jetzt nicht irgendwie gesponsert oder so, sondern das habe ich ganz normal alles eingekauft. Und ne, also nichts gesponsert, von mir jetzt gesponsert und auch die Gutscheine, das sind Prozente, die ich frei weggebe, die bekomme ich von keinem meiner Hersteller oder was auch immer wieder, sondern das ist einfach zu sagen, hier, ich greife ins Regal, ich hau das raus, schenke euch das, nur damit ihr da auch wisst, wie das bei uns funktioniert. Ja, also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Zeittechnisch sind wir durch soweit. Ja, sind wir durch. Wir sind ein bisschen drüber, aber durch das Gewinnspiel jetzt auch Ja. alles gut, passt soweit. Sehr schön. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lumi, auch wieder sehr schön, dass du dabei warst. Gerne. Wie gesagt, du kannst immer gerne sagen, ich will wieder dabei sein, das ist überhaupt gar kein Thema. Wenn einer von euch da draußen gerne mal mit in unserer Reihe sitzen möchte, dann kommt gerne oder bewerbt euch oder schreibt mir eine E-Mail. Mensch, ich würde gerne mal in dem Stream mit dabei sein. Lieber Hazeleyes, kannst du bitte nochmal den Link setzen von unseren Terminstreams, also von den News, die wir haben. Da könnt ihr gerne mal durchgucken. Wenn da einer der Streams dabei ist, wo er sagt, Mensch, Marc, da hätte ich mal Bock drauf mitzumachen, dann schreibt mir einfach. Das könnt ihr einfach unter unsere normale E-Mail-Adresse machen. Dann nehme ich euch gerne mit rein. Wichtig ist, mein Lumi ist eigentlich fast immer dabei, weil er die Technik natürlich im Hintergrund macht. Auch dir, Lumi, ganz, ganz lieben Dank und meiner Hazel Eyes natürlich auch, dass ihr euch immer die Zeit nehmt und mir da helft. Das finde ich echt eine super geile Sache. Und ja, ich hoffe, ihr konntet heute wieder einiges lernen. Nächsten Mittwoch, gleiche Uhrzeit, geht es um Plagegeister. Nochmal ganz kurz der Hinweis für die Leute, die bei uns oder bei meiner Hazel Eyes, das ist ja ihre Gruppe, ich bin da nur Admin mit drin, da kann die Hazel Eyes auch nochmal einen Link dann setzen. Wenn ihr in der Gruppe seid, da geht es wirklich nur um Fotos, die wir uns zeigen aus den Aquarien. Da wird nicht groß rumgesülzt oder sonstiges. Das ist wirklich nur so eine reine Riff-Fotogruppe. Da würde ich mich aber freuen, wenn ihr dabei wärt und mir Fotos für den nächsten Stream zukommen lasst. Ich werde natürlich auch welche machen, weil da geht es nochmal um Plagegeister. Das wird für euch bestimmt sehr interessant, auch für die Einsteiger. Manchmal sind auch Plagegeister da, die mir gar nicht so bewusst sind. Kugelalgen zum Beispiel, habe ich vorhin schon gehört. Ja, ist für mich jetzt nicht so ein Plagegeist, aber wir reden natürlich über diese ganzen Dinge. Wie kriege ich es weg? Was kann ich machen? Was für ein Tier kann man da vielleicht nehmen? Da werde ich mal gucken, ob ich bestimmte Fotos noch finde von Plagegeister, Tieren, Entferner, wie auch immer man sie nennen soll. Das werde ich auf jeden Fall sehr schön zubereiten. Genau. Wir kochen auch mal Zubereiten. nebenbei. Ja, nein, das werden wir schön vorbereiten. Werde wieder ein paar Künstlerisch schöne Bilder machen. zubereitet. Und ja, was soll ich sagen? Wir raiden, bitte. Also das haben wir gesagt, wir raiden heute. Wir reden heute. Seid so lieb, kommt bitte alle mit. Nochmal für die Neuen auf Twitch. Raiden ist folgendes, wir besuchen einen anderen Kanal. Das ist bei Twitch sehr wichtig, denn wir supporten auch andere Streamer. Das ist ein Zusammenarbeiten, sage ich mal. Ich glaube, Phil ist online, glaube ich, Phil Calzone, falls du irgendwas anderes Interessantes findest. Aber zu Phil müssten wir unbedingt mal wieder, weil ich den ganz lange nicht verfolgt habe. Ist zwar ein DJ, wir angeln immer bei den DJs rum, aber wir haben auch sehr viele Zuschauer oder Abonnenten, wie auch immer, Follower, die von diesen ganzen anderen Kanälen kommen. Und das Raiden ist halt einfach, dass wir euch mitnehmen, dass wir kurz Hallo sagen in dem anderen Stream, uns kurz vorstellen, ein bisschen Emojis dürft ihr raushauen, von uns natürlich ganz wichtig, damit die unseren Kanal finden.
Und je mehr von euch mitkommen, umso schöner ist das. Ihr müsst da jetzt nicht den ganzen Abend dann abhängen. Ihr könnt dann auch nach 3, 4 Minuten da wieder raus. Aber wichtig ist immer, dass wir eine große Menge an Zuschauern mitnehmen. Da würde ich mich sehr freuen, auch wenn es manche nervt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, wenn wir das Outro machen, wir testen heute mal unser Outro, Wir testen das Outro. dann raiden wir danach oder wie ist das? Genau, wir raiden danach und ich würde dann sagen, wir machen das dann auch so, wie du gesagt hast. Wir gehen zu Phil. Phil freut sich. Ich hatte gerade mal einmal durchgeschaut, aber es ist jetzt nichts, was Ja, im Tierbereich Phil oder ist irgendwie Aquaristikbereich unterwegs und ist. Phil hat uns so viel Support gegeben schon. Phil Calzone, ein DJ, manche hassen ihn, manche lieben ihn. Es kommt immer auf die Musik an, die er gerade spielt, aber es ist ein ganz toller Kerl, kommt aus Österreich, glaube ich, ist er, ne? Ja. Und macht heute Hands up, glaube ich. Aber da sollten wir alle Hallo sagen. Seid so lieb, kommt ruhig mit. Ein paar Minuten zusammen auf dem Kanal und dann seid ihr auch schon frei. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke für euer Lob. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle, die gewonnen haben. Danke an meine beiden Mods. Ich knutsche euch. Und ja, dass wir uns nächste Woche 19:30 Uhr wiedersehen mit dem Thema Plagegeister. Basics der Meerwasseraquarist. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Bye bye. Vielen Dank. Und der Lumi macht jetzt den Rest und ich halte die Klappe. Tschüss. Jo, ich gehe mal aufs Bild. Ja, von mir auch nochmal vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da wart, zugehört habt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die letzten beiden Streams mit euch. Ich bin, wie gesagt, Anfänger, mache das ganze Thema.